Das Gilgamesch-Epos, Tafel 1. Der die Tiefe auslotete, die Fundamente des Landes, der Entlegenes wusste, alles verstand. Gilgamesch, der die Tiefe auslotete, die Gründung des Landes, der Entlegenes wusste, alles verstand. Der alles begriff, die Summe der Weisheit, Verborgenes sah er, Geheimes tat er auf. Er brachte Kunde von der Zeit vor der Flut. Einen weiten Weg legte er zurück, erschöpft machte er Rast. All seine Mühe ist niedergeschrieben auf einem Gedenkstein. Er errichtete die Mauern von Hürden Uruk, des allerheiligsten Eana, des glänzenden Schatzhauses. Schau seine Mauer an, die sich so weit erstreckt. Blick auf ihre Verkleidung, der niemandes Werk gleicht. Nimm doch die Treppe, die seit Alters besteht, und nähere dich Eana, dem Wohnsitz der Ishtar, das kein späterer König, kein Mensch nachmachen kann. Steig hinauf auf die Mauer von Uruk und geh herum. Prüfe das Fundament, inspiziere das Ziegelwerk, ob nicht sein Ziegelwerk aus Backstein ist, ob den Grund nicht legten die sieben Weisen. Eine Quadratmeile ist Wohnstadt. Eine Quadratmeile sind Palmgärten. Über eine Quadratmeile erstreckt sich die Lehmgrube. Eine halbe Quadratmeile bedeckt der Tempel der Ishtar. 3,5 Quadratmeilen. Das ist die Ausdehnung von Uruk. Nimm den Tafelbehälter aus Zedernholz. Löse seinen Verschluss aus Bronze. Öffne den Zugang zu seinem Geheimnis. Nimm die Tafel aus Lapislazuli heraus, lies auf ihr von all der Beschwernis, durch die Gilgamesch gehen musste. Jeden König übertrifft er, ist von kräftiger Statur, der Held, in Uruk geboren, der Stöße gewillt stier. Stets ging er voran, war der Allererste. Hinterher marschiert er, eine Stütze für seine Brüder, ein rettendes Ufer, Schirm für seine Kämpfer. Eine wilde Flut, die selbst Mauern aus Stein zerbricht. Gilgamesch, du Wildstier des Lug-Albanda von vollkommener Kraft, gesäugt von der edlen Kuh Rimat Ninsun. Riesig ist Gilgamesch, vollkommen und schrecklich, der die Pässe der Gebirge auftat, der Brunnengrub an den Flanken des Berges, der den Ozean überquerte, die weite See bis zum Aufgang der Sonne. Der die Weltränder ausspähte auf der Suche nach dem Leben, der energisch zum fernen Utanapishti vorstieß, der die Kultstätten wiederherstellte, die die Sintflut zerstörte, der die kultischen Riten festlegte für die zahlreichen Menschen. Wo ist einer, der sich mit ihm an königlicher Macht messen könnte und der wie Gilgamesch sprechen könnte: Ich bin der König? Den Namen Gilgamesch trägt er seit dem Tag seiner Geburt. 2/3 von ihm sind Gott, 1/3 Mensch. Belet-Eli entwarf seine Gestalt, nur die Mut vollendete seine Statur. 11 Ellen hoch ist er, 2 Ellen sind seine Lenden weit, 1/3 Ellen sein Fuß, 1/2 Rute sein Bein. 6 Ellen breit sind seine Schultern, 1/2 Elle lang ist der erste seiner Finger. Seine Wangen tragen einen Bart glänzend wie Lapislazuli. Sein lockiges Haar wächst dicht wie Getreidehalme. Von vollkommenem Liebreiz war er, als er herangewachsen war, sehr schön nach irdischen Maßstäben. Im Pferch von Uruk schritt er einher, kräftig wie ein Wildstier hoch erhobenen Hauptes. Seinesgleichen hatte er nicht, seine Waffen sind gezückt. Durch das Puku sind seine Genossen in Schach gehalten. Ständig gehen die jungen Leute von Uruk grollend herum, denn Gilgamesch lässt den Sohn nicht zu seinem Vater, bei Tag und bei Nacht treibt er ihn an mit Macht. Er, Gilgamesch, ist der König der weiten Menschheit, er, der Hirte sein sollte in Hürden Uruk. Gilgamesch lässt die Tochter nicht zu ihrer Mutter, ihre Klagen bringen sie vor die Götter. Gewaltig, überragend, allwissend. Gilgamesch lässt die Jungfrau nicht zu ihrem Geliebten, die Tochter des Kriegers, die Braut des Jünglings.
Ihre Klagen vernehmen die Göttin, die Götter im Himmel rufen zu Anu. Hast du nicht den wilden Stier geschaffenen Hürden-Uruk? Seinesgleichen hat er nicht. Gezückt sind seine Waffen. Mit seinem Puku hält er seine Genossen in Schach. Ständig lässt er die jungen Leute grollend herumgehen. Gilgamesch lässt den Sohn nicht zu seinem Vater. Bei Tag und bei Nacht treibt er ihn an mit Macht. Er, der Hirte, sein sollte in Hürden-Uruk. Er, Gilgamesch, der König der weiten Menschheit. Doch Gilgamesch lässt die Jungfrau nicht zu ihrem Geliebten. Die Tochter des Kriegers, die Braut des Jünglings. Immer wieder hört Anu ihre Klage. Da ruft man die große Aruru. Du, Aruru, die du den Menschen geschaffen hast, nun erschaffe, was er befiehlt. Gleich sei er ihm an Herzensungestüm, Rivalen sollen sie sein und Uruk erhole sich. Als Aruru das vernahm, da bewegte sie den Befehl des Anu in ihrem Herzen. Aruru wusch sich ihre Hände, Lehm kniff sie ab, warf ihn in die Steppe. In der Steppe erschuf sie Enkidu, den Helden, ein Spross der Stille, Kraftpaket des Ninurtar. Völlig mit Haar bedeckt war sein Körper, mit dichtem Haupthaar, wie eine Frau. Sein lockiges Haar wuchs dicht wie Getreidehalme. Er kannte weder Land noch Leute. Bekleidet war er wie das wilde Vieh, mit den Gazellen fraß er Gras. Mit dem Vieh drängte er sich zur Tränke, mit den wilden Tieren genoss er das Wasser. Ein Jäger, so ein Fallensteller, stieß auf ihn an dieser Tränke. Einen ersten Tag, einen zweiten und dritten stieß er auf ihn an der Tränke. Der Jäger erblickte ihn und sein Antlitz erstarrte. Ihn und sein Vieh, da kehrte er nach Hause zurück. Er war erschrocken, verstört, wurde stumm. Er erbebte in seinem Inneren, sein Antlitz umwölkte sich, Trauer beschlich sein Gemüt. Sein Ausdruck glich dem eines Wanderers ferner Wege. Der Jäger hub an und sprach zu seinem Vater: »Mein Vater, da ist ein Mann, der zur Tränke kam, der ist der Stärkste im Lande. Kraft hat er, wie ein Meteor ist er, gewaltig. Den ganzen Tag über streift er im Gebirge umher, frisst ständig Gras mit dem Wild, oft ist seine Fährte an der Tränke zu finden. Ich bin in Furcht und nahe mich ihm nicht. Die Gruben, die ich grub, hat er wieder zugefüllt. Die Fallen, die ich stellte, riss er heraus. Das Wild, das Getier der Steppe ließ er vor mir entkommen, lässt mich mein Weidwerk nicht tun.« Da hub der Vater an und sprach zu dem Jäger: »Mein Sohn, in Uruk herrscht Gilgamesch als König. Die Dirnen der Ishtar sind dort bei ihm. Wie ein Meteor ist er gewaltig an Kraft. Mach dich auf den Weg. Setze dir Uruk als Ziel. Berichte dort von dem Gewaltmenschen. Geh, mein Sohn, führe die Dirne Shamkhat mit dir heraus, denn sie hat Kräfte, vergleichbar denen eines starken Mannes. Sobald das Wild zur Tränke herabkommt, dann soll sie sich ihrer Kleider entledigen, ihre Reize offenbaren. Er wird sie erblicken, sich ihr zuwenden. Das Wild aber, bei dem er aufwuchs, wird sich von ihm abwenden.« Er hörte auf den Rat seines Vaters, und er brach auf, der Jäger, macht sich auf den Weg, begibt sich nach Uruk. Dem König Gilgamesch berichtet er: »Da ist ein Mann, der zur Tränke kam, der ist der Stärkste im Lande. Kraft hat er, wie ein Meteor ist er gewaltig an Kraft. Den ganzen Tag über streift er im Gebirge umher, frisst ständig Gras mit dem Wild. Oft ist seine Fährte an der Tränke zu finden. Ich fürchte mich und komme ihm nicht zu nahe. Die Gruben, die ich grub, hat er wieder zugefüllt. Die Fallen, die ich stellte, riss er heraus. Das Wild, das Getier der Steppe, ließ er vor mir entkommen, lässt mich mein Weidwerk nicht tun.« Gilgamesch spricht zu ihm, zum Jäger: »Geh nur, Jäger, führe die Dirne Shamkhat mit dir heraus, und wenn dann das Wild herankommt zur Tränke, dann soll sie sich ihrer Kleider entledigen, ihre Reize offenbaren. Er wird sie erblicken, sich ihr zuwenden, das Wild aber, bei dem er aufwuchs, wird sich von ihm abwenden.«
Da machte sich der Jäger auf, führte die Dirne Shamchat mit sich heraus. Sie machten sich auf den Weg, wählten die rechte Straße. Am dritten Tage gelangten sie an den Ort ihrer Bestimmung. Jäger und Dirne ließen sich nieder. Einen Tag, einen zweiten Tag saßen sie gegenüber der Tränke. Es kam das Wild und trank an der Tränke. Es kam das Getier, genoss das Wasser, und auch Enkidu, der dem Bergland entspross, mit den Gazellen fraß er das Gras, mit dem Wild trank er an der Tränke, mit dem Tier genoss er das Wasser. Da sah ein Shamchat den Wildmenschen, den mörderischen Mann aus der Mitte der Steppe. Da ist er, Shamchat, mach frei deinen Busen, tu deinen Schoß auf, damit er deine Fülle nehme. Fürchte dich nicht, nimm hin seinen Atemstoß. Sobald er dich sieht, wird er dir nahe kommen. Dann breite dein Gewand aus und er soll dir beiwohnen. Bereite ihm, dem Wildmenschen, das Werk des Weibes. Dann wird sein Liebesspiel über dir raunen. Sein Getier, bei dem er in der Steppe aufwuchs, wird sich von ihm abwenden. Da machte Shamchat ihren Busen frei, tat ihren Schoß auf und er nahm ihre Fülle. Sie fürchtete sich nicht, nahm seinen Atemstoß hin. Sie breitete ihr Gewand aus und er wohnte ihr bei. Sie bereitete ihm, dem Wildmenschen, das Werk des Weibes. Sein Liebesspiel raunte er über ihr. 6 Tage und 7 Nächte war Enkidu auf und beschlief die Shamchat, bis er satt war davon, sie zu genießen. Dann wandte er sich seinen Wildtieren zu. Als sie Enkidu erblickten, da liefen die Gazellen davon, das Steppengetier wich von seinem Leibe. Fremd geworden war Enkidu mit seinem glänzenden Körper. Er blieb stehen, als sein Wild davonlief. Geschwächt war Enkidu, nicht wie früher war sein Lauf. Doch er hatte nun einen Auftrag, wurde verständig. Er kehrte zurück, setzte sich zu Füßen der Dirne, betrachtete die Dirne, ihr Antlitz. Und was die Dirne spricht, hören seine Ohren. Die Dirne spricht zu ihm, zu Enkidu: Sehr gut bist du, Enkidu, wie ein Gott. Warum streifst du nur mit dem Wild in der Steppe herum? Komm, ich will dich zum Hürden-Uruk führen, zum heiligen Tempel, der Wohnstadt von Anu und Ishtar. Wo auch Gilgamesch ist, vollkommen an Stärke, und wie ein Wildstier Macht ausübt über die Männer. So sprach sie zu ihm, und ihre Rede gefiel ihm. Er wusste nun in seinem Herzen, dass er einen Freund suchte. Enkidu sprach zu ihr, zu Dirne: Komm, Shamchat, nimm mich mit zum reinen Tempel der heiligen Wohnstadt von Anu und Ishtar, wo auch Gilgamesch ist, vollkommen an Stärke und wie ein Wildstier Macht ausübt über die Männer. Ich will ihn befehden, stark wie ich bin. Rühmen will ich mich in Uruk. Ich bin der Stärkste. Wenn ich komme, werde ich die Geschicke der Menschen ändern. Der in der Steppe geboren wurde, der hat gewaltige Kräfte. Ja, das Volk möge dein Antlitz sehen. Ich weiß wohl, wie es da zugeht. Komm, Enkidu, zum Hürden-Uruk, wo die jungen Männer schon schöne Gürtel tragen. Tagtäglich wird dort ein Fest gefeiert, wo ständig die Trommeln laut dröhnen. Und die Dirnen sind von vollkommener Schönheit, geschmückt mit Liebreiz, voll der Freuden. Ja, das Volk möge dein Antlitz sehen. Ich weiß wohl, wie es dazu geht. Komm, Enkidu, zum Hürden-Uruk, wo die jungen Männer schon schöne Gürtel tragen. Tagtäglich wird dort ein Fest gefeiert, wo ständig die Trommeln laut dröhnen. Und die Dirnen sind von vollkommener Schönheit, geschmückt mit Liebreiz, voll der Freuden. Vom Nachtlager vertreiben sie durch ihren Lärm die Granden. O Enkidu, der du das Leben nicht kennst, dir will ich Gilgamesch zeigen, den wehfrohen Menschen. Blick ihn an, schau in sein Gesicht. Er ist in Männlichkeit schön, hat Würde, sein ganzer Körper strahlt Lebenslust aus. Er besitzt größere Kraft als du, ist rastlos Tag und Nacht. Enkidu, sterb von deinem frevelhaften Plan. Denn den Gilgamesch lieben Shamash und Anu, Enlil und Ea haben seinen Sinn geweitet. Noch bevor du aus dem Bergland kamst, hat Gilgamesch in Uruk von dir geträumt.
Gilgamesch erhob sich, um den Traum zu verstehen, sprach er zu seiner Mutter. O Mutter, in dem Traum, den ich nächtens sah, erschienen mir die Sterne des Himmels. Wie Meteoriten stürzen sie ständig auf mich nieder. Ich wollte einen heben, da war er mir zu schwer. Wegrollen wollte ich ihn, da konnte ich ihn nicht bewegen. Uruk, das Land, tritt zu ihm hin. Das ganze Land ist um ihn versammelt. Die Menge drängt sich zu ihm hin, die jungen Männer umringen ihn, küssen seine Füße wie die eines kleinen Kindes. Ich liebte ihn wie eine Frau, liebkoste ihn, hob ihn hoch und setzte ihn vor dir nieder, und du stelltest ihn mir gleich. Die Mutter des Gilgamesch, klug, weise und allwissend, spricht zu ihrem Sohn. Die Wildkuh Ninsun, klug, weise und allwissend, spricht zu Gilgamesch. Vor dir erschienen die Sterne des Himmels. Wie ein Meteor fiel einer vor dich hin. Du wolltest ihn hochheben, da war er dir zu schwer. Du wolltest ihn wegrollen, da konntest du ihn nicht bewegen. Du hobst ihn hoch und setztest ihn vor mir nieder, und ich stellte ihn dir gleich. Du liebtest ihn wie eine Frau, liebkostest ihn. Ein starker Genosse wird zu dir kommen, der behütet den Freund. Im Lande ist er stark, er hat Kraft, wie bei einem Meteoriten sind seine Wirkungen gewaltig. Du wirst ihn lieben wie eine Frau, wirst ihn liebkosen, er aber wird dich oft aus schlimmer Schlacht erretten. Einen zweiten Traum sah er, erhob sich und ging zur Göttin seiner Mutter. Gilgamesch spricht zu ihr, seiner Mutter. Nun, Mutter, habe ich ein zweites Traumgesicht gesehen. Auf der Straße von Hürden Uruk lag eine Axt, und um sie herum ist das Volk versammelt. Ganz Urukland steht bei ihr, das Land ist um sie versammelt. Es drängt sich das Volk um sie, die jungen Männer umringen sie, ich aber hob sie auf und legte sie vor dir nieder. Ich liebte sie, liebkoste sie wie eine Frau, du aber stelltest sie mir gleich. Die Mutter des Gilgamesch, klug, weise und allwissend, spricht zu ihrem Sohn. Die Wildkuh Ninsun, klug, weise und allwissend, spricht zu Gilgamesch. Mein Sohn, die Axt, die du sahst, ist ein Mann. Du wirst ihn lieben, ihn liebkosen wie eine Frau. Und ich werde ihn dir gleichstellen. Ein starker Genosse wird zu dir kommen, der behütet den Freund. Im Lande ist er stark, er hat Kraft. Wie bei einem Meteoriten sind seine Wirkungen gewaltig. Da spricht Gilgamesch zu ihr, zu seiner Mutter. Mutter, nach dem Befehl des Beraters Enlil soll es eintreffen. Möchte ich doch einen Freund, einen Berater gewinnen. Gewinnen möchte ich einen Freund, einen Berater. So sah er seine Träume. Als Shamchat dem Enkidu Gilgameschs Träume erzählt hatte, liebten sich die beiden. Tafel 2. Enkidu bleibt bei Shamchat sitzen. Warum durchstreifst du mit dem wilden Getier die Steppe? Enkidu, mit sich selbst beratschlagend, nach seinem Plan. Nun klug in seinem Herzen nimmt er den Rat der Shamchat an. Ein Gewand legt sie selbst an, und mit ihm, einem zweiten Kleid, bekleidet sie ihn. Sie fasst ihn an, führt ihn an der Hand, wie es Schutzgötter tun, zum Lager der Hirten bei den Hürden. Die Hirtenschaft ist um ihn versammelt, und so wie sie es verstehen, sprechen sie zu sich selbst. Der Kerl, wie ist er doch an Gestalt dem Gilgamesch gleich? Groß an Wuchs, prächtig wie ein Zinnenkranz. Im Bergland ist er wohl geboren, wie bei einem Meteoriten sind seine Wirkungen gewaltig. Brot legten sie ihm vor, Bier setzten sie ihm vor. Aber Enkidu aß das Brot nicht, er schaut und guckt. Brot zu essen hatte er nicht gelernt, und Bier zu trinken verstand Enkidu nicht. Da sprach die Dirne zu ihm, zu Enkidu: Iss das Brot, Enkidu, das die Menschen brauchen. Trink vom Bier, wie es der Brauch ist im Lande. Er erschlug die Wölfe, verjagte die Löwen. Während die Tierhüter im Schlaf lagen, war Enkidu ihr Hirte, der wache Mann. Da war ein Mann, der zum Hochzeitshaus ging, inmitten von Hürden Uruk.
Enkidu stand auf der Straße von Höden Uruk. Da versperrte Gilgamesch ihm den Weg. Da trat ganz Uruk zu ihm hin, das Land war um ihn herum versammelt, die Menge drängt sich um ihn herum, die jungen Männer umringen ihn. Sie küssen seine Füße wie die eines kleinen Kindes. Als nun der junge Mann zum Hochzeitsmahl kam, für Ishrachar war schon ein Bett hergerichtet, für Gilgamesch wie für ein Gott war schon ein Ersatz gestellt. Da versperrte Enkidu mit seinen Füßen die Tür zum Hochzeitshaus, erlaubte nicht, dass Gilgamesch eintrat. Da packten sie einander im Tore des Hochzeitshauses, stießen zusammen auf der Straße, dem Hauptplatz des Landes. Der Türpfosten erbebte, die Mauern erzitterten. Er ist der Stärkste im Lande, Kraft hat er. Wie ein Meteor sind seine Wirkungen gewaltig. Groß an Wuchs ist er, prächtig wie ein Zinnenkranz. Die Mutter des Gilgamesch hebt an, redet, spricht zu ihrem Sohn. Die Wildkuh Ninsun hebt an, redet, spricht zu Gilgamesch. Enkidu wurde in der Steppe geboren und niemand zog ihn auf. Enkidu, der dabei stand, hörte, was sie sprach, überlegte, setzte sich weinend nieder. Seine Augen füllten sich mit Tränen, seine Arme erschlafften, die Kräfte schwanden ihm. Sie fassten sich an und gemeinsam setzten sie sich hin, verschränkten die Arme wie Liebende. Gilgamesch spricht zu Enkidu folgendermaßen: Warum, mein Freund, sind deine Augen mit Tränen gefüllt, deine Arme erschlafft, deine Kräfte geschwunden? Da spricht Enkidu zu ihm, zu Gilgamesch: Mein Freund, mein Herz entbrannte in Schmerz und in Tränen erbebte mein Inneres. Da hebt Gilgamesch an und spricht zu Enkidu folgendermaßen. Die folgenden Zeilen sind nur fragmentarisch erhalten. In ihnen erwähnt Gilgamesch erstmals Humbaba. Da hebt Enkidu an und spricht zu Gilgamesch folgendermaßen: Wie, mein Freund, können wir zum Zedernwald gelangen? Um die Zedern zu bewahren, hat Enlil ihm bestimmt, dass er ein Schrecken sei für die Menschen. Die Straße dorthin darf man nicht gehen, den Mann dort darf man nicht sehen. Der Wächter des Zedernwaldes, sein Einfluss reicht weit. Chumbaba, sein Brüllen ist die Sintflut, sein Rachen ist Feuer, sein Atem ist der Tod. Er hört auf 60 Meilen das Rauschen des Waldes. Wer kann da hinabsteigen zu seinem Wald? Adad ist der Erste, er aber der Zweite. Wen gibt es unter den Igigi, der ihm trotzte? Um die Zedern zu bewahren, hat Enlil ihm bestimmt, dass er ein Schrecken sei für die Menschen. Und wer da hinab in seinen Wald steigt, den wird Lähmung befallen. Da hebt Gilgamesch an und spricht folgendermaßen zu Enkidu: Komm, warum, mein Freund, sprichst du so jämmerlich? Ist dein Mund schlaff und machst du mein Herz schwer? Des Menschen Tage, sie sind gezählt. Und was immer er tat, ist nichts als Wind. Du wurdest in der Steppe geboren und wuchst dort auf. Du hieltest die Löwen in Schach, hast alles erfahren. Und selbst wehrhafte Männer flohen vor dir. Dein erfahrenes Herz kennt doch den Kampf. Auf, mein Freund, zu den Waffenschmieden. Zu den Waffenschmieden machten sie sich auf. Lücke. Sie sitzen da und beraten sich wegen der Waffen. Lasst uns Beile gießen, Äxte von 7 Talent Gewicht. Auch ihre Schwerter wiegen jedes 7 Talente, ihre Gürtel je 1 Talent. Hört mir zu, ihr Männer von Hürden Uruk, ihr Männer von Uruk, die ihr das Kampfgetümmel kennt. Ich bin so keck, einen weiten Weg zu gehen zu Chumbaba. Ein Kampf, den ich nicht kenne, will ich bestehen. Eine Straße, die ich nicht kenne, will ich marschieren. So segnet mich, damit ich ziehen kann, damit ich euch heil wieder erblicken kann, damit ich fröhlichen Herzens das Tor von Uruk wieder durchschreite. Ich will zurückkommen und 2-mal im Jahr ein Neujahrsfest ausrichten. Ja, ich will 2-mal im Jahr ein Neujahrsfest feiern. Das Neujahrsfest soll begangen werden und Musik erklingen vor Rimat Ninsun, soll man die Trommeln schlagen. Enkidu gab den Ältesten Bescheid, den Männern von Uruk, die das Kampfgetümmel kennen. Sagte ihm, er soll nicht zum Zedernwald gehen,
Die Straße dorthin darf man nicht sehen. Den Mann dort darf man nicht sehen. Der Wächter des Zedernwaldes, sein Einfluss reicht weit. Humbaba, sein Brüllen ist die Sintflut. Sein Rachen ist Feuer. Sein Atem ist der Tod. Er hört auf 60 Meilen das Rauschen des Waldes. Wer kann da hinabsteigen zu seinem Wald? Adad ist der Erste, er aber der Zweite. Wen gibt es unter den Igigi, der ihm trotzte? Um die Zedern zu bewahren, hat Endil ihm bestimmt, dass er ein Schrecken sei für die Menschen. Und wer da hinab in seinen Wald steigt, den wird Lähmung befallen. Da erhoben sich die ältesten Ratgeber, und einer gab Gilgamesch Bescheid. Jung bist du, Gilgamesch, und dein Herz treibt dich an, und du weißt nicht, was du sprichst. Humbaba, sein Brüllen ist die Sintflut, sein Rachen ist Feuer, sein Atem ist der Tod. Er hört auf 60 Meilen das Rauschen des Waldes. Den, der hinabsteigt zu seinem Wald, den wird Lähmung befallen. Wer kann da hinabsteigen zu seinem Wald? Wen gibt es unter den Igigi, der ihm trotzte? Adad ist der Erste, er aber der Zweite. Um die Zedern zu bewahren, hat Enlil ihm bestimmt, dass er ein Schrecken sei für die Menschen. Gilgamesch hörte die Rede der ältesten Ratgeber, er blickte auf. Tafel 3. Zum Kai von Uruk kehre heil zurück. Gilgamesch, vertraue nicht auf deine große Kraft. Pass gut auf, schlag gezielt drein, der an der Spitze beschütze den Gefährten, der den Weg kennt, bewahre seinen Freund. So soll Enkidu vor dir hergehen. Er kennt den Weg zum Zedernwald. Er ist erfahren in der Schlacht und kampferprobt. Enkidu soll den Freund beschützen, gesund halten den Gefährten. Zurück zu den Frauen soll er ihn bringen. In dieser, unseren Versammlung, vertrauen wir dir den König an. Du wirst ihn sicher zurückbringen und den König in unsere Obhut geben. Da tat Gilgamesch den Mund auf und spricht, sagt zu Enkidu: Komm, mein Freund, wir wollen zum Egalmach gehen, vor Ninsun die große Königin. Ninsun ist weise, sie ist klug, allwissend. Sie wird unsere Füße bedachtsame Schritte tun lassen. Sie fassten einander bei den Händen. Gilgamesch und Enkidu liefen zum Egalmach, vor Ninsun die große Königin. Gilgamesch reckte sich, trat hin vor die Göttin, seine Mutter. Gilgamesch sprach zu ihr, zu Ninsun: Ninsun, ich bin nun erstarkt, so dass ich gehen kann den weiten Weg dorthin, wo Humbaba lebt. Ein Kampf werde ich bestehen, den ich nicht kenne. Einen Weg werde ich beschreiten, der mir unbekannt ist. Ich flehe dich an, segne mich, damit ich ziehen kann. Damit ich dein Antlitz heil wieder erblicken kann. Damit ich fröhlichen Herzens das Tor von Uruk wieder durchschreite. Ich will zurückkommen und zweimal im Jahr ein Neujahrsfest ausrichten. Ja, ich will zweimal im Jahr ein Neujahrsfest feiern. Das Neujahrsfest soll begangen werden und Musik erklingen. Vor dir soll man die Trommeln schlagen. Voller Kummer hörte die Wildkuh Ninsun die Rede ihres Sohnes Gilgamesch und des Enkidu. Und siebenmal trat sie ein in das Badehaus. Sie reinigte sich mit Wasser, versetzt mit Tamariske und Seifenkraut. Sie bekleidete sich mit einem feinen Gewand, Schmuck ihres Leibes. Sie legte ein Pektorale an, Zierde ihrer Brüste. Ein Diadem war ihr aufgesetzt, ihre Krone trug sie. Die Kultdirnen lagen ihr zu Füßen. Sie eilte zur Treppe, stieg hinauf aufs Dach, lief über das Dach, stellte ein Räucheraltar vor dem Schamasch auf, breitete Räucherwerke vor Schamasch aus und erhob flehend ihre Arme. »Warum hast du meinen Sohn Gilgamesch einen so ruhelosen Sinn verliehen? Jetzt hast du ihn angerührt, da er dahinzieht, einen weiten Weg, wo Humbaba ist. Er will einen Kampf bestehen, den er nicht kennt, einen Weg beschreiten, der ihm unbekannt ist. Während der Zeit, da er geht und zurückkehrt, während er anlangt im Zedernwald, während er den wilden Humbaba bekämpft und alles Böse, das du hast, aus dem Lande vertilgt. Möge zu der Zeit, wenn du das Ende des Erdkreises erreichst,
Ah ja, deine Braut, dich furchtlos daran erinnern. Ihn stelle ihn unter den Schutz der Wächter der Nacht. Du, Shamash, hast den Pferch geöffnet, damit das Vieh herauskommen kann. Um die Menschen zu erfreuen, gingst du dem Lande auf. Die Berge werden hell. Es erstrahlen die Himmel. Das Wild der Steppe begrüßt deine Morgenröte. Es wartet auf dich, und du bringst ihnen Wärme. Und alles Getier spendet dir dafür Lob. Auf das Erscheinen deines Lichtes hin versammeln sich die Menschen. Die Unterweltsgötter geben Acht auf deinen Glanz. Möge Aya, deine Braut, dich furchtlos daran erinnern, ihn stelle ihn unter den Schutz der Wächter der Nacht. Sobald Gilgamesch zum Zedernwald zieht, sollen die Tage lang, sollen die Nächte kurz sein. Gegürtet seien seine Hüften, kräftig seien seine Schritte. Am Abend soll er ein Lager für die Nacht aufschlagen, die Nacht über sollen sie friedlich ruhen. Möge Aya, deine Braut, dich furchtlos daran erinnern. Am Tage, an dem Gilgamesch, Enkidu und Jumbaba aufeinanderstoßen, da, o Shamash, biete gegen Jumbaba gewaltige Winde auf. Südwind, Nordwind, Ostwind, Westwind, Windhose und Wirbelwind, Orkan, Unwetter, Simuru-Wind, Teufelswind, Eiswind, Hurricane, Tornado. Lass 13 Winde sich erheben und das Antlitz des Jumbaba verdunkeln, sodass die Waffe des Gilgamesch Jumbaba treffen kann. Erst wenn du selbst dein Antlitz erleuchtet hast, dann, o Shamash, begib dich auf den Heimweg. Dann soll man deine flinken Maultiere heranführen. Ein Ruheplatz, ein Bett sei für dich aufgeschlagen. Die Götter, deine Brüder, sollen dir Speisen, die du liebst, darreichen. Soll Aya, die Braut, mit ihrem reinen Gewandsaum dein Antlitz abwischen. Erneut wiederholte die Wildkuh Ninsun vor Shamash ihr Anliegen. O Shamash, soll Gilgamesch nicht die Götter, soll er nicht mit dir den Himmel teilen? Soll er nicht mit dem Mondgott Sin das Zepter teilen? Soll er nicht mit dem Weisheitsgott Ea im Apsu weise sein? Soll er nicht mit Irnina, die Schwarzköpfigen, regieren? Soll er nicht mit dem Unterweltsgott Ningishzida im Land ohne Wiederkehr wohnen? Nachdem die Wildkuh Ninsun von Shamash ihr Anliegen vorgebracht hat, und die Wildkuh Ninsun ist klug, ist weise, allwissend, küsste die Mutter des Gilgamesch den Boden vor Shamash. Sie löschte das Feuer des Räucherbeckens und stieg vom Dach herab. Enkidu rief sie herbei und gab ihm die Weisung: Starker Enkidu, du bist nicht meinem Schoß entsprochen, jetzt aber wirst du mit den Tempeloblaten des Gilgamesch verkehren, den Priesterinnen, Hirudulen und Kultdirnen. Sie drückte die Kultsymbole auf Enkidus Nacken mit den Worten: Die Priesterinnen nehmen hiermit den Anwärter auf, und die Gottestöchter werden den Zögling aufziehen. Ich selbst, die ich Enkidu liebe, nehme ihn als Sohn an. Möge Gilgamesch den Enkidu als seinen Bruder gut behandeln. Sobald du mit Gilgamesch zum Zedernwald gehst, sollen die Tage lang, sollen die Nächte kurz sein. Gegürtet seien deine Hüften, kräftig seien deine Schritte. Am Abend schlage ein Lager für die Nacht auf, die Nacht über zu beschützen. Während der Zeit, da wir gehen und zurückkehren, während wir im Zedernwald anlangen, während wir den wilden Jumbaba bekämpfen und alles Böse, das Shamash hasst, aus dem Lande vertilgen, sollen sich die jungen Krieger nicht auf der Straße versammeln. Entscheidet ihr den Prozess des Schwachen, sucht, bis dass wir wie ein schwacher Säugling unser Ziel erreicht haben, bis wir unsere Waffen am Tor des Jumbaba aufgepflanzt haben. Da standen seine Granden auf, huldigten ihm, und die jungen Krieger von Uruk insgesamt laufen zu ihm hin, und seine Granden küssen seine Füße. Kommt heil zurück zum Kai von Uruk. Gilgamesch, vertraue nicht auf deine große Kraft. Pass gut auf, schlag gezielt rein.
Der an der Spitze schütze den Gefährten, der den Weg kennt. Bewahre seinen Freund. So soll Enkidu vor dir hergehen. Er kennt den Weg zum Zedernwald. Er ist erfahren in der Schlacht und Kampf erprobt. Zu den Pässen durch die Berge soll er dich führen. Enkidu soll den Freund beschützen, heil halten den Gefährten. Zurück zu den Frauen soll er ihn bringen. In dieser unserer Versammlung vertrauen wir dir den König an. Du sollst ihn sicher zurückbringen und den König in unsere Obhut geben. Da öffnet Enkidu den Mund, redet, spricht zu Gilgamesch. Mein Freund, schick diese Leute weg. Einen Weg, der für sie nicht geeignet ist, werden wir gehen. Tafel 4. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein. Nach 30 Meilen schickten sie sich zur Abendrast. 50 Meilen zogen sie den ganzen Tag nach einer Strecke von einem Monat und 15 Tagen. In nur 3 Tagen näherten sie sich dem Libanon. Im Blick auf die sinkende Sonne gruben sie einen Brunnen. Gilgamesch stieg hinauf zur Spitze des Berges, brachte den Bergspitzen Röstmehl dar mit den Worten: Gebirge, bringe mir einen Traum, lass mich eine gute Botschaft sehen. Enkidu bereitete ihm ein Traumhaus. Ein Sturmtürflügel befestigte er in seiner Türöffnung, ließ ihn sich niederlegen in einem Zauberkreis. Er selbst aber legte sich wie ein Fangnetz in seine Türöffnung. Sobald Gilgamesch sein Kinn auf das Knie aufstützte, befiel ihn der Schlaf, der über die Menschen herabquillt. In der mittleren Nachtwache beendete er seinen Schlaf, erhob sich und sprach zu seinem Freund: Mein Freund, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich erwacht? Hast du mich nicht berührt? Warum bin ich entsetzt? Ging nicht dein Gott vorbei? Warum schaudert's mich an den Gliedern? Mein Freund, ich habe ein Traumgesicht gesehen, und der Traum, den ich sah, war ganz entsetzlich. Im Tal zwischen dem Berg stürzte der Berg ein. Der, welcher in der Steppe geboren war, konnte raten. Enkidu antwortete seinem Freund, erklärte ihm seinen Traum. Mein Freund, dein Traum ist gut, vorzüglich ist dein Traum. Mein Freund, der Berg, den du gesehen hast, wir werden Chumbaba packen, töten werden wir ihn, und seinen Leichnam werden wir auf die Walstatt werfen, und im Morgengrauen werden wir eine gute Botschaft von Shamash hören. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein, nach 30 Meilen schickten sie sich zur Abendrast, 50 Meilen zogen sie den ganzen Tag nach einer Strecke von einem Monat und 15 Tagen. In nur 3 Tagen näherten sie sich dem Libanongebirge. Im Blick auf die sinkende Sonne gruben sie einen Brunnen. Gilgamesch stieg hinauf zur Spitze des Berges, brachte den Bergspitzen Röstmehl dar, mit den Worten: Gebirge, bring mir einen Traum. Lass mich eine gute Botschaft sehen. Enkidu bereitete ihm ein Traumhaus. Ein Sturmtürflügel befestigte er in seiner Türöffnung, ließ ihn sich niederlegen in einem Zauberkreis. Er selbst aber legte sich wie ein Fangnetz in seine Türöffnung. Sobald Gilgamesch sein Kinn auf das Knie aufstützte, befiel ihn der Schlaf, der über die Menschen herabquillt. In der mittleren Nachtwache beendete er seinen Schlaf, erhob sich und sprach zu seinem Freund: Mein Freund, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich erwacht? Hast du mich nicht berührt? Warum bin ich entsetzt? Ging nicht dein Gott vorbei? Warum schaudert's mich an den Gliedern? Mein Freund, ich habe ein zweites Traumgesicht gesehen, und der Traum, den ich sah, war ganz entsetzlich. Längere Lücke. Und im Morgengrauen werden wir eine gute Botschaft von Shamash hören. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein. Nach 30 Meilen schickten sie sich zur Abendrast. 50 Meilen zogen sie den ganzen Tag. Nach einer Strecke von einem Monat und 15 Tagen in nur 3 Tagen näherten sie sich dem Libanongebirge. Im Blick auf die sinkende Sonne gruben sie einen Brunnen. Gilgamesch stieg hinauf zur Spitze des Berges, brachte den Bergspitzen Röstmehl dar. Mit den Worten: Gebirge, bring mir einen Traum, lass mich eine gute Botschaft sehen. Enkidu bereitete ihm ein Traumhaus. Ein Sturmtürflügel befestigte er in seiner Türöffnung, ließ ihn sich niederlegen in seinem Zauberkreis. Er selbst aber legte sich wie ein Fangnetz in seine Türöffnung. Sobald Gilgamesch sein Kinn auf das Knie aufstützte, befiel ihn der Schlaf, der über die Menschen herabquillt.
In der mittleren Nachtwache beendete er seinen Schlaf, erhob sich und sprach zu seinem Freund: Mein Freund, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich erwacht? Hast du mich nicht berührt? Warum bin ich entsetzt? Ging nicht dein Gott vorbei? Warum schaudert's mich an den Gliedern? Mein Freund, ich habe ein drittes Traumgesicht gesehen, und der Traum, den ich sah, war ganz entsetzlich. Laut schrien die Himmel, das Erdreich dröhnte, der Tag erstarrte, Finsternis kam heraus. Aufblitzte ein Blitz, ein Feuer loderte, die Flammen wurden immer dichter, es regnete Tod. Dann wurde das weißglühende Feuer rot und verlosch, nachdem alles zusammengebrochen war, wurde es zur Asche. Der du in der Steppe geboren bist, können wir uns beraten? Enkidu hörte die Rede seines Freundes, deutete ihm seinen Traum und sprach zu Gilgamesch: Mein Freund, gut ist dein Traum, schön. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein, nach 30 Meilen schickten sie sich zur Abendrast, 50 Meilen zogen sie den ganzen Tag, nach einer Strecke von einem Monat und 15 Tagen. In nur 3 Tagen näherten sie sich dem Libanongebirge. Im Blick auf die sinkende Sonne gruben sie einen Brunnen. Gilgamesch stieg hinauf zur Spitze des Berges, brachte den Bergspitzen Röstmehl dar, mit den Worten: Gebirge, bringe mir einen Traum, lass mich eine gute Botschaft sehen. Enkidu bereitete ihm ein Traumhaus. Ein Sturmtürflügel befestigte er in seiner Türöffnung. Er selbst aber legte sich wie ein Fangnetz in seine Türöffnung. Sobald Gilgamesch sein Kinn auf das Knie aufstützte, befiel ihn der Schlaf, der über die Menschen herabquillt. In der mittleren Nachtwache beendete er seinen Schlaf, erhob sich und sprach zu seinem Freunde: Mein Freund, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich erwacht? Hast du mich nicht berührt? Warum bin ich entsetzt? Ging nicht ein Gott vorbei? Warum schaudert's mich an den Gliedern? Mein Freund, ich habe ein viertes Traumgesicht gesehen, und der Traum, den ich sah, war ganz entsetzlich. In der folgenden Lücke wurde der Traum erzählt, vergleicht die altbabylonische Version. Auch die Deutung ist nur fragmentarisch erhalten. Mein Freund, gut ist dieser Traum. Ein Löwenadler ist Shumbaba, wie Adad brüllt er. Das Feuer, das man entzündet, wird nicht auf uns fallen. Vielmehr werden wir ihm eine Niederlage bereiten, seine Arme binden. Erschlagen werden wir ihn, werden auf ihn treten, und im Morgengrauen hören wir eine gute Botschaft von Shamash. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein, nach 30 Meilen schickten sie sich zur Abendrast, 50 Meilen zogen sie den ganzen Tag, im Blick auf die sinkende Sonne gruben sie einen Brunnen. Gilgamesch stieg hinauf zur Spitze des Berges, brachte den Bergspitzen Röstmehl dar, mit den Worten: Gebirge, bringe mir einen Traum, lass mich eine gute Botschaft sehen. Enkidu bereitete ihm ein Traumhaus. Ein Sturmtürflügel befestigte er in seine Türöffnung, ließ ihn sich niederlegen in einem Zauberkreis. Er selbst aber legte sich wie ein Fangnetz in seine Türöffnung. Sobald Gilgamesch sein Kinn auf das Knie aufstützte, befiel ihn der Schlaf, der über die Menschen herabquillt. In der mittleren Nachtwache beendete er seinen Schlaf, erhob sich und sprach zu seinem Freund: Mein Freund, hast du mich nicht gerufen? Warum bin ich erwacht? Hast du mich nicht berührt? Warum bin ich entsetzt? Ging nicht ein Gott vorbei? Warum schaudert's mich an den Gliedern? Mein Freund, ich habe ein fünftes Traumgesicht gesehen, und der Traum, den ich sah, war ganz entsetzlich. Die Traumerzählung ist wieder verloren. Es folgt die ebenfalls fragmentarische Antwort Enkidus. Warum, mein Freund, fließen deine Tränen, Spross aus dem Herzen von Uruk? König Gilgamesch spross aus dem Herzen von Uruk. Shamash hörte, was er gesagt hatte. Da ruft er mehrfach warnend vom Himmel herab: Rasch, tritt ihm entgegen, seinen Wald soll er nicht erreichen. Und den Forst soll er nicht hinuntergehen, nicht soll er, mit seinen 7 Gewändern soll er sich nicht bekleiden. Eines nur hat er an, abgelegt jedoch die 6. Da machten sie sich bereit. Wie ein heranstürmender Wildstier stoßen sie aufeinander. Da schrie er einmal auf, grauenvoll, der Wächter der Wälder schreit. Chumbaba brüllte laut wie der Wettergott.
Gilgamesch tut seinen Mund auf, spricht zu Enkidu. Mein Freund, nicht. Haben Sie nicht Söhne geboren? Da tut Enkidu seinen Mund auf und spricht zu Gilgamesch. Mein Freund, der, zu dem wir gehen, ist ganz fremdartig. Chumbaba, zu dem wir gehen, ist ganz fremdartig. Da tut Gilgamesch seinen Mund auf und spricht zu Enkidu. Mein Freund, den Wächter des Waldes will ich erschlagen. Enkidu tut seinen Mund auf und spricht zu Gilgamesch. Mein Freund, noch sind wir nicht in den Wald eingedrungen. Da wurde mir schon vor Angst die Arme steif. Gilgamesch tut seinen Mund auf und spricht zu Enkidu. Warum, mein Freund, reden wir so jämmerlich, wir, die wir gemeinsam alle diese Gebirge bezwungen haben? Jetzt haben wir doch das Ziel vor uns. Ehe wir uns zurückziehen, wollen wir doch kämpfen. Mein Freund, der du kampferprobt bist, der die Feldschlacht kennt, den Feind schlugst du so oft, nicht fürchtest du den Tod. Dein Brüllen sei so laut wie eine Kesselpauke, die Lähmung weiche von deinen Armen und die Schwäche von deinen Knien. Komm, mein Freund, gemeinsam wollen wir voranschreiten. Rüste dich zum Kampfe, vergiss den Tod, suche das Leben. Der an der Seite wacht, der umsichtige Mann, der vorangeht, sich selbst schützt, bewahre auch den Gefährten. Auf ferne Tage hin werden sich beide einen Namen machen. Das ferne Gebirge erreichten sie beide, unterbrachen ihre Rede und standen still. Tafel 5. Sie standen da und bestaunten den Wald, betrachteten immer erneut die Höhe der Zedern, beobachteten immer erneut den Eingang zum Wald. Da, wo Chumbaba entlang ging, ist eine Spur gelegt. Die Straßen sind ordentlich, sauber ist der Weg. Sie erblicken den Zedernberg, Wohnung der Götter, der Göttinnen Thron. Vor diesem Berge erhebt sich die Zeder in ihrer Pracht. Schön ist ihr Schatten, reich in Erquickung. Verschlungen ist das Dorngestrüpp, versteckt der Wald. Die folgenden etwa 75 Zeilen sind nur ganz fragmentarisch erhalten und nicht rekonstruierbar. Sie erzählten vom Eindringen in den Wald und der Begegnung mit Chumbaba. Chumbaba öffnete seinen Mund zum Reden, spricht zu Gilgamesch. Soll sich doch der Tölpel Gilgamesch beraten mit dem Dummkopf? Warum bist du nur zu mir gekommen? Los, Enkidu, Sohn eines Fisches, der seinen Vater nicht kennt. Ausgeburt einer Wasser- und Sumpfschildkröte, der keine Muttermilch trank. Ich bemerkte dich schon, als du klein warst, kam dir aber nicht zu nahe. Warum hast du boshaft den Gilgamesch zu mir gebracht und trittst selbst auf wie ein Feind aus der Fremde? Ich will dem Gilgamesch Kehle und Nacken abschneiden, sein Fleisch will ich die Sarasaru-Vögel fressen lassen, die räuberischen Adler und Geier. Da tat Gilgamesch seinen Mund auf zum Reden und sprach zu Enkidu: Mein Freund, das Antlitz des Chumbaba hat sich verändert. Mutig sind wir zu seinem Platz hinaufmarschiert, um ihn zu bekämpfen, aber mein Herz wurde furchtsam, kann plötzlich nicht mehr frei atmen. Enkidu tat seinen Mund auf zum Reden, spricht zu Gilgamesch: Warum, mein Freund, sprichst du so jämmerlich? Ist dein Mund schlaff, machst du mein Herz schwer? Jetzt, mein Freund, gilt nur eines: aus der Rinne des Schmieds das Erz aufzufangen, die Asche auf eine Meile anfachen, die Glut auf eine Meile, die Flut schicken, die Peitsche schwingen. Zieh deine Füße nicht zurück, wende dich nicht rückwärts. Mach kräftig deinen Schlag. Längere Lücke. Er, Chumbaba, hört sie und von ferne schlägt er auf den Boden und ebnet ihn ein. Durch die Fersen ihrer Füße spaltete sich die Erde. Durch Herumspringen bersten sie Rara und Libanon auseinander. Schwarz wurde die weiße Wolke. Wie ein Nebel regnete Tod auf sie nieder. Da schickte Shamash gewaltige Wetter gegen Chumbaba. Südwind, Nordwind, Ostwind, Westwind, Windhose, Wirbelwind, Orkan, Unwetter, Simuru-Wind, Teufelswind, Eiswind, Hurricane und Tornado. 13 Winde erhoben sich gegen ihn und verdunkelten Chumbabas Antlitz. Er konnte nicht nach vorn stoßen, nach hinten konnte er nicht laufen, und so konnten Gilgameschs Waffen Chumbaba erreichen. Chumbaba sucht sein Leben zu retten, spricht zu Gilgamesch. Du bist noch jung, Gilgamesch. Deine Mutter gebar dich, denn ein Sprössling der Rimat Ninsun bist du.
Auf Befehl des Shamash hast du auch das Gebirge betreten. Aber ein Spross aus der Mitte von Uruk ist König Gilgamesch. Ist das nicht so, Gilgamesch? Ein Toter kann nicht dienen, nur ein lebender Diener ist nützlich für seinen Herrn. Gilgamesch, verschone mein Leben. Für dich will ich wohnen im Zedernwald. Bäume, so viele du befiehlst, will ich dir schlagen. Bewachen will ich für dich Myrte, Buchsbaum und Zeder. Hölzer, die der Stolz jedes Palastes sind, will ich dir bringen. Da tat Enkidu seinen Mund auf zum Reden, spricht zu Gilgamesch: Mein Freund, höre nicht auf das, was Jumbaba sagt. Heuchlerisch ist sein Flehen. Größere Lücke von etwa 18 Zeilen, danach spricht Jumbaba: Du weißt Bescheid mit meinem Wald, so gib selbst Weisung. Auch weißt du alle Befehle. Ach, hätte ich dich doch hochgehoben, dich aufgehängt an einem Tamariskentrieb am Zugang zum Forst. Hätte ich doch dein Fleisch fressen lassen, die Sarsaru-Vögel, die räuberischen Adler und Geier. Jetzt liegt es in deiner Hand, Enkidu, mich freizugeben. Sprich zu Gilgamesch, dass er mein Leben schone. Da tat Enkidu seinen Mund auf zum Reden, spricht zu Gilgamesch: Mein Freund, Jumbaba, den Wächter des Zedernwaldes. Zermalme ihn, töte ihn, bring ihn zum Schweigen. Den Jumbaba, den Wächter des Zedernwaldes, zermalme ihn, töte ihn, bring ihn zum Schweigen, bevor es Enlil, der Erste der Götter, hört. Die großen Götter werden voll Zorn gegen uns sein. Enlil in Nippur, Shamash in Larsa uns verfluchen. Deshalb festige jetzt die ewige Ruhmeskunde, dass Gilgamesch den Jumbaba tötete. Jumbaba hörte, was Enkidu sagte. Da reckte sich Jumbaba auf und schrie laut. Große Lücke, in der wohl ein Disput zwischen Jumbaba und Enkidu begann. Jumbaba hörte, was Enkidu sagte. Da reckte sich Jumbaba auf und sprach: Und der mit ihm in seinem Hause wohnt, soll Feindseligkeiten meiden. Wie ein Hirte stehst du ihm nahe. Und wie sein Mietling bist du besorgt um ihn. Jetzt liegt es bei dir, Enkidu, mich zu befreien. Sprich doch zu Gilgamesch, dass er mein Leben schont. Da tat Enkidu seinen Mund auf zum Reden. Sprich zu Gilgamesch: Mein Freund, den Jumbaba, den Wächter des Zedernwaldes, zermalme ihn, töte ihn, bring ihn zum Schweigen, bevor es Enlil, der Erste der Götter, hört. Die großen Götter werden voll Zorn gegen uns sein. Enlil in Nippur, Shamash in Larsa uns verfluchen. Deshalb festige jetzt die ewige Ruhmeskunde, dass Gilgamesch den Jumbaba tötete. Jumbaba hörte, was Enkidu sagte, und es reckte sich Jumbaba auf und schrie laut. Lücke, in der wohl ein Fluch Jumbabas begann. Nicht sollen die beiden alt werden. Außer seinem Freund Gilgamesch soll Enkidu niemanden haben, der ihn begräbt. Da tat Enkidu seinen Mund auf zum Reden, spricht zu Gilgamesch: Mein Freund, ich spreche mit dir, du aber hörst mir nicht zu. Bevor die Flüche Jumbabas zu den großen Göttern dringen, schlage ihn auf sein Maul. Da hörte Gilgamesch auf den Zuruf seines Freundes, zog das Schwert an seiner Seite heraus. Gilgamesch spaltete ihm den Nacken, Enkidu stürzte sich auf ihn, bis er die Lungen herausreißen kann. Vom Haupte nimmt er die Zähne als Beute. Da fiel Regen im Überfluss auf den Berg, da fiel Wasser im Überfluss auf das Gebirge. Lücke, in der vom Fällen der Zedern berichtet wird. Gilgamesch fällt die Bäume, Enkidu hält Ausschau nach gutem Bauholz. Da öffnete Enkidu seinen Mund zum Reden, spricht zu Gilgamesch: Mein Freund, eine hochgewachsene Zeder haben wir geschlagen, deren Wipfel den Himmel streifte. Daraus zimmerte ich eine Tür von 6 Ruten Höhe, 2 Ruten Breite. Eine ganze Elle ist sie dick. Ihr Drehbalken und die untere und obere Angel sind aus einem Stück. Nach Nippur möge sie der Euphrat tragen, und der Tempel von Nippur soll sich darüber freuen. Zweige von Zypressenholz nahmen sie sich, banden ein Floß zusammen, legten darauf die Tür. Enkidu hielt das Steuerruder und Gilgamesch das Haupt des Jumbaba. Tafel 6.
Er wusch sein verfilztes Haar, reinigte seine Waffen. Seinen Haarschopf schüttelte er sich in den Rücken, warf die unreinen Kleider ab, zog sich saubere an. In einem Überwurf hüllte er sich ein, legte ein Gürtel um. Als Gilgamesch sich seine Krone aufgesetzt hatte, da nahm die fürstliche Ishtar Gilgameschs Schönheit wahr. Komm, Gilgamesch, du sollst der Bräutigam sein. Schenk, oh schenke mir deine Früchte. Du sollst mein Mann sein, ich will dein Weib sein. Dir will ich einen Streitwagen von Gold und Lapis anspannen lassen, dessen Räder aus Gold, dessen Hörner aus Bernstein sind. Mit Stürmen, mit kräftigen Mauleseln soll er bespannt sein. Unter Zedernduften betritt unser Haus. Wenn du in unser Haus eintrittst, sollen die Türschwelle und Thronsessel die Füße küssen. Vor dir sollen knien Könige, Vornehme und Fürsten. Alle Reichtümer des Gebirges und des Flachlandes sollen sie dir als Tribut herbeischleppen. Deine Ziegen sollen Drillinge, deine Schafe Zwillinge werfen. Selbst dein beladenes Eselfohlen wird den Maulesel überholen. Deine Pferde am Streitwagen sollen stolz tänzeln, deine Rinder unter dem Joch sollen unvergleichlich kräftig sein. Gilgamesch tat seinen Mund auf zum Reden und spricht zur fürstlichen Ishtar: Wenn ich dich wirklich zur Gattin nähme, wie sorgtest du für meinen Leib und meine Kleider? Was gäbest du mir als meine Speise und meinen Lebensunterhalt? Würdest du mich das Brot essen lassen, das eines Gottes würdig ist? Würdest du mich Emmerbier trinken lassen, das eines Königs würdig ist? Wer ist es denn, der dich zur Braut nimmt? Du bist der Frost, der das Eis nicht erstarren lässt. Ein Türflügel, der Wind und Zug nicht abhält. Ein Palast, der die eigenen Krieger beim Einsturz zermalmt. Ein Elefant, der seine Decke zertrampelt. Erdpech, das den, der es trägt, besudelt. Ein Wasserschlauch, der den, der ihn trägt, durchnässt. Ein Steinbock, der die steinerne Mauer sprengt. Ein Rambock, der die Festung, Schutz vor dem Feindesland, zerstört. Ein Schuh, der die Füße seines Besitzers kneift. Welcher deiner Gatten blieb es auf Dauer? Welcher deiner Helden ist es wohl, der zum Himmel aufstieg? Los denn, deine Liebsten will ich dir aufzählen. Du musst sie, deinen Jugendgeliebten, ihm hast du Jahr für Jahr zu weinen bestimmt. Als du den bunten Alalu-Vogel liebtest, hast du ihn geschlagen, seinen Flügel zerbrochen. In den Wäldern weilt er nun und ruft Kapi, das heißt mein Flügel. Als du den Löwen liebtest, den Kraftvollkommenen, grubst du ihm Gruben, sieben und abermals sieben. Als du das Ross liebtest, das Schlachtenfromme, hast du ihm Peitsche, Stachel und Gerte bestimmt, sieben Meilen zu rennen bestimmt, aufgewühltes Wasser zu saufen bestimmt. Seiner Mutter Silili hast du zu weinen bestimmt. Als du den Hirten liebtest, den Hüter, Schäfer, der dir stets in Asche gebackenes Brot als Opfer aufhäufte, täglich dir Zicklein geschlachtet hatte, hast du ihn geschlagen, in einen Wolf verwandelt. Es verjagen ihn nun die eigenen Hirtenknaben und seine Hunde beißen ihn in die Schenkel. Als du Ishulanu liebtest, deines Vaters Palmengärtner, der dir immer Körbe voll Datteln brachte, täglich prangen ließ deinen Tisch, erhobst du zu ihm die Augen, gingst hin zu ihm. Mein Ishulanu, ach, genießen wir deine Kraft. Streck doch deine Hand aus und berühre unsere Scham. Ishulanu erwiderte dir: Was verlangst du da eigentlich von mir? Bug nicht meine Mutter? Habe ich nicht gegessen, dass ich jetzt mein Brot essen müsste unter Schimpf und Fluch? Dass jetzt Halfergras meine Decke wäre gegen die Kälte? Du aber, als du diese seine Antwort hörtest, da hast du ihn geschlagen, ihn zu einem Krüppel gemacht. Du ließt ihn mitten in seinem Garten sitzen, weder kommt er herauf zum Bier, noch hinab zum Schöpfeimer mit Wasser. Und liebtest du mich, so machtest du mich jenen gleich. Ishtar, als sie das hörte, Ishtar war wütend, stieg hinauf in den Himmel. Ishtar ging und vor Anu, ihrem Vater, weinte sie. Vor Antum, ihrer Mutter, fließen ihre Tränen. Mein Vater, Gilgamesch hat mich sehr beschimpft. Gilgamesch hat Beschimpfungen auf mich gehäuft.
mir zum Schimpf und mir zum Fluche. Da tut Anu seinen Mund auf und redet, spricht zu der fürstlichen Ishtar. Wohl reiztest du selber den König Gilgamesch, und so hat Gilgamesch Beschimpfungen auf dich gehäuft, dir zum Schimpf und dir zum Fluche. Da tut Ishtar ihren Mund auf und spricht, antwortet ihrem Vater Anu, mein Vater, schaff mir den Himmelstier, dass er den Gilgamesch in seiner Behausung töte. Gibst du mir aber den Himmelsstier nicht, so werde ich die Unterwelt nebst ihren Gemächern zerschmettern, werde das Untere platt machen und heraufsteigen lassen die Toten, dass sie die Lebenden fressen, werde dafür sorgen, dass die Toten die Lebendigen an Zahl übertreffen. Da öffnet Anu seinen Mund und spricht, redet zu der fürstlichen Ishtar. Wenn du den Himmelsstier von mir verlangst, dann soll die Witwe von Uruk 7 Jahre lang Stroh sammeln. Der Bauer von Uruk soll Gras wachsen lassen. Ishtar öffnet ihren Mund und spricht. Sie entgegnet ihrem Vater Anu. Für die Menschen habe ich Korn angehäuft. Für das Vieh ließ ich reichlich Gras wachsen. Die Witwe von Uruk hat bereits 7 Jahre lang Stroh gesammelt. Der Bauer von Uruk hat bereits Gras wachsen lassen. Durch die Wut des Himmelstiers werde ich ihn umbringen. Anu hörte die Rede der Ishtar und nun gab ihr das Leitseil des Himmelsstiers in die Hand. Zur Erde herab führte ihn Ishtar. Als er nun das Gebiet von Uruk erreichte, da trocknete er den Forst aus, die Marschen und das Röhricht. Er schritt zum Fluss hinunter, da fiel der Wasserspiegel um 7 Ellen. Durch das Schnauben des Himmelsstiers wurde eine Grube geöffnet. 100 Jungmann von Uruk fielen hinein. Durch sein zweites Schnauben wurde eine Grube geöffnet. 200 Jungmann von Uruk fielen hinein. Durch sein drittes Schnauben wurde eine Grube geöffnet. Enkidu fiel hinein bis zu seinen Hüften. Enkidu aber sprang heraus, packte den Himmelsstier am Horn. Der Himmelsstier spie ihm Geifer ins Gesicht. Mit der Quaste seines Schweifes schleuderte er seinen Mist. Da tat Enkidu seinen Mund auf und redet. Er spricht zu Gilgamesch. Mein Freund, zu sehr haben wir uns wohl in der Stadt gerühmt. Wie sollen wir nun den Volksmassen antworten? Mein Freund, die Kraft des Himmelstiers habe ich gesehen und seine Stärke kennengelernt, seine Absichten kennengelernt. Ich will umkehren und die Kraft des Himmelstiers noch einmal erproben. Hinter den Himmelstier treten, will ihn an der Quaste seines Schwanzes packen, will meinen Fuß auf seinen Hintern setzen. Du aber wirst wie ein Schlachter mutig und gekonnt zwischen Nacken, Horn und Schläfe dein Messer anlegen. Dann näherte sich Enkidu dem Hinterteil des Himmelstiers, packte ihn an der Quaste seines Schwanzes, stellte seinen Fuß auf seinen Hintern. Gilgamesch aber wie ein Schlachter, mutig und gekonnt, legte sein Messer an zwischen Nacken, Horn und Schläfe. Nachdem sie den Himmelstier getötet hatten, nahmen sie sein Herz heraus und legten es vor Shamash nieder. Ehrfürchtig traten sie zurück, beugten sich vor Shamash. Dann setzten sich beide gemeinsam nieder. Ishtar aber stieg herab auf die Mauer von Hürden Uruk, sprang wütend herum wie im Tanze, stieß ein Wehgeschrei aus. Wehe über Gilgamesch, der mich schwer kränkte, den Himmelstier tötete. Als nun Enkidu dieses Geschrei der Ishtar hörte, riss er dem Himmelstier eine Schulter raus und warf sie vor sie hin. Auch dich, wenn ich dich erwischte, würde ich wie diesen behandeln. Dein Gedärm hängte ich an deinen Arm. Da scharte Ishtar um sich die Dirnen, Huren und Buhlerinnen. Über der Schulter des Himmelstiers brach sie in Klagen aus. Gilgamesch aber rief zu sich Handwerker und Schmiede aller Art. Und die Handwerker rühmten die Dicke seiner Hörner. 30 Minen Lapis betrug ihre Masse, 2 Minen ihre Schale. 6 Kor Öl fassten sie beide. Für die Salbung seines Gottes Lugalbanda schenkte er sie her. Er brachte sie hinein und hängte sie im Schlafgemach seines Ahnen auf. Im Euphrat wuschen sie sich ihre Hände, fassten einander und liefen los. Als sie so durch die Straße von Uruk fuhren, da liefen die Bewohner von Uruk zusammen, um sie zu sehen. Gilgamesch richtet an die, die seine Taten schmähen konnten, das Wort. Wer ist der Schönste unter den Helden, wer der Ruhmreichste unter den Männern?
Gilgamesch ist der schönste unter den Helden. Gilgamesch ist der ruhmreichste unter den Männern. Einen Widersacher kennen wir nicht in unserem Zorn. Unter denen, die die Straße bevölkern, gibt es keinen, der uns schmähte. Gilgamesch hat in seinem Palast ein Freudenfest gefeiert. Nun schlafen die Männer, die auf dem Nachtlager ruhen. Auch Enkidu schläft, sieht einen Traum. Da fuhr Enkidu auf, erzählt seinen Traum, spricht zu einem seiner Freunde. Tafel 7. Mein Freund, weshalb nur ratschlagen die großen Götter? Enkidu hob die Augen auf, mit der Tür spricht er wie mit einem Menschen. O Tür aus dem Forst, du Unvernünftige, ich besitze Verstand, der dir fehlt. Im Umkreis von 20 Meilen habe ich deinen perfekten Stamm ausgewählt. Bis ich die hohe Zeder sah, wanderte ich umher. Dein Holz war unvergleichlich in weitem Umkreis. 6 Ruten beträgt deine Höhe, 2 Ruten deine Breite, 1 ganze Elle deine Dicke. Dein Drehbalken, deine obere und untere Angel sind aus einem Stück. Ich zimmerte dich, richtete dich auf. In Nippur stellte ich dich oben auf. Wenn ich gewusst hätte, o Tür, dass dies dein Vergelten sein würde, wenn ich gewusst hätte, o Tür, dass dies deine Vergütung sein würde, dann hätte ich eine Axt genommen, hätte dich abgeschlagen, dich auf einem Floß zum Eberbar gefahren, zum Eberbar, dem Tempel des Shamash, hätte ich dich gebracht. Im Hofe des Eberbar hätte ich die Zeder aufgepflanzt. Über seinem Tor aber hätte ich den Anzuvogel thronen lassen. Dämonen hätte ich am Zugang zu dir lauern lassen. In Notzeiten erhörte Shamash mein Flehen, in Notzeiten gab er mir eine Waffe. Nun aber, du Tür, weil ich dich zimmerte, ich dich aufrichtete, werde ich dich auch zerschlagen, werde ich dich herausreißen. Hassen möge dich ein König, der nach mir kommt. Entfernen möge dich der. Meinen Namen beseitigen und seinen Namen einsetzen. Er riss seine Kleider ab und warf sie zu Boden. Alle seine Worte vernahm er und sofort flossen bitterlich seine Tränen. Gilgamesch vernahm die Worte seines Freundes Enkidu und sofort flossen bitterlich seine Tränen. Gilgamesch öffnete seinen Mund, redet und spricht zu Enkidu: Mein Freund, bist du nicht jung und strahlend? Einer, der Verstand und Einsicht bekam, aber ganz anders verhältst du dich. Warum, mein Freund, sprach dein Herz so seltsame Dinge? Der Traum war doch sehr kostbar, des Schreckens aber auch viel. Deine Lippen summen wie Fliegen, die Furcht ist groß, aber der Traum ist kostbar. Dem Lebenden ließen die Götter das Klagen, dem Lebenden hinterlässt der Tote das Jammern. Beten will ich und zu den großen Göttern flehen, Shamash will ich ständig anrufen, mich an deinen Gott wenden. Flehen will ich zu Anu, dem Vater der Götter. Enlil, der große Ratgeber der Götter, soll meine Gebete für dich erhören. Ea, der Weise unter den Göttern, möge mein Flehen für dich annehmen. Aus einer großen Menge Gold will ich eine Statue von dir machen lassen und sie als Ersatz für dich hergeben. Mein Freund, Silber sollst du nicht geben, Gold sollst du nicht opfern, Lapis nicht herbeischaffen. Was Enlil beschloss, ist nicht so wie die Rede anderer Götter. Was er befahl, hatte nie wieder ausgelöscht. Was er bekannt machte, hatte er nie rückgängig gemacht. Mein Freund, mein Schicksal ist bereits vorgezeichnet. Noch bevor sich ihr Schicksal erfüllt, müssen Menschen in den Tod gehen. Kaum, dass der Morgen graute, erhob Enkidu sein Haupt, ruft Shamash an, vor den Strahlen der Sonne fließen seine Tränen. Ich rufe dich an, Shamash, wegen meines kostbaren Lebens. Er, der Jäger, ein gewalttätiger Mensch, der mich nicht mit allen Freunden ebenbürtig sein ließ, soll doch der Jäger auch nicht ebenbürtig sein mit allen seinen Freunden. Vernichte seinen Gewinn, vermindere seinen Lohn. Sein Anteil soll abgezogen sein von dir. Wo er eintritt, soll das Glück zum Fenster entweichen. Nachdem er den Jäger verflucht hatte, wie es ihm ums Herz war, da trieb es ihn, auch die Dirne Shamchat zu verfluchen. Komm, Shamchat, dir will ich die Geschicke bestimmen, ein Fatum, das auf ewig nicht enden wird.
Mit einem gewaltigen Fluch will ich dich verfluchen, und ganz rasch mögen dich meine Verwünschungen ereilen. Kein Haus, das dir gefällt, sollst du dir machen, nicht sollst du ein eigenes Kind lieben können, nicht dich aufhalten im Gemach für die jungen Mädchen. Möge der Erdboden dein gutes Kleid beflecken, möge der Trunkene dein Festgewand mit Gespienen besudeln. Kein Haus mit Bequemlichkeit und schönen Dingen sollst du bekommen, vielmehr die lehmige Behausung des Töpfers. Bett, Stuhl und Tisch, der Stolz der Leute, soll in deinem Haus nicht aufgestellt werden. Dein Bett der Lust sei die Steinbank an der Tür, die Wegekreuzung sei deine Wohnstatt, Ruinen dein Lagerplatz, der Mauerschatten dein Aufenthalt. Disteln und Dornen sollen deine Füße zerstechen, der Trunkene und der Durstige sollen dir ins Gesicht schlagen. Eine ehrbare Frau wird Anklägerin sein, sie möge dich anschreien. Das Dach deines Hauses soll der Zimmermann nicht abdichten. In deiner Behausung möge das Käuzchen nisten. Kein Gastmahl soll in deinen Räumen stattfinden. Weil du mich, der ich rein war, schwach gemacht hast, ja mich, der ich rein war, schwach gemacht hast in der Steppe. Als nun Shamash diese seine Rede hörte, da rufte ihm mehrfach vom Himmel her zu: Warum nur, Enkidu, verfluchst du so sehr die Hure Shamchat, die dir zu Brot essen gab, wie es einer Gottheit zukommt, dich Bier trinken ließ, wie es Königen zukommt, dich mit einem vornehmen Gewand kleidete und Gilgamesch, den Herrlichen, dir zugesellte. Jetzt wird Gilgamesch, dein Freund und Bruder, dich auf einem vornehmen Lager ruhen lassen, wird dich liegen lassen auf einem Ehrenlager, dich sitzen lassen auf einem Ruhesessel, dem Platz zu seiner Linken, dass die Herrscher der Erde die Füße dir küssen. Weinen lässt er um dich die Leute von Uruk und klagen, die stolzen Leute erfüllt er mit Gram um dich. Er selbst aber wird, wenn du nicht mehr bist, sein Körperhaar verfilzen lassen. Wird nur mit deinem Löwenfell bekleidet die Steppe durchstreifen. Es hörte Enkidu die Rede des Helden Shamash, und alsbald wurde sein zorniges Herz besänftigt, und sein wütender Sinn kam zur Ruhe. Nun denn, Shamchat, ich will dir dein Geschick bestimmen. Mein Mund, der dich eben verfluchte, soll dich nun segnen. Statthalter und Fürsten sollen dich lieben. Wer eine Meile fern ist, soll sich ungeduldig auf den Schenkel schlagen. Wer 2 Meilen fern ist, soll schon einmal seine Haarmähne schütteln. Ein Soldat soll sich dir gegenüber nicht zurückhalten, dir seinen Gürtel öffnen, möge dir Obsidian, Lapis und Gold geben. Granulierte Ohrringe sollen dein Lohn sein. Zu einem Mann, dessen Verhältnisse wohlgeordnet sind, dessen Speicher voll sind, soll Ishtar, die fähigste unter den Göttern, dich eintreten lassen. Um deinetwillen soll verlassen werden die Gattin, die Mutter von 7 Kindern. Enkidu aber, krank ist sein Gemüt. Er grämt sich, während er einsam daliegt. Er redet zu seinem Freund, wie es ihm ums Herz ist. Mein Freund, ein Traum sah ich während der Nacht. Der Himmel schrie, die Erde gab Antwort und zwischen ihnen stand ich. Da war ein Mann mit finsterem Gesicht. Seine Züge glichen denen des Löwenadlers Anzu. Eine Löwenpranke war seine Hand, eine Adlerkralle seine Klaue. Er packte mich an meinem Schopf, überwältigte mich. Ich schlug auf ihn ein, aber wie ein Springseil weicht er aus. Er schlug mich und wie ein Floß drückte er mich hinunter. Wie ein riesiger Stier trampelt er mich nieder. Mit Gift besudelt er meinen ganzen Körper. »Rette mich, mein Freund«, rief ich. »Du aber hattest Angst und halfst mir nicht.« Er berührte mich. Zu einer Art von Taube verwandelte er mich. Wie einem Vogel band er meine Arme zusammen, packte mich, brachte mich zum Haus der Finsternis, dem Sitz der Irkala, zu dem Haus, aus dem keiner, der es betritt, entkommt, zu dem Weg, auf dessen Bahn keiner zurückkehrt, zu dem Haus, dessen Bewohner das Licht entbehren, wo Staub ihre Nahrung ist und Lehm ihre Speise. Vogelgleich ist man dort mit einem Federkleid angetan, und das Licht sieht man nicht, sitzt im Dunkeln. Auf Tür und Riegel liegt der Staub, und über das ganze Haus ist Totenstille ausgegossen, in dem Haus des Staubes, das ich betrat. Blickte ich herum und sah die Kronen hingebreitet. Und da saßen die Könige, Besitzer der Kronen, die seit alten Tagen das Land beherrschen.
die den Opfertisch des Anu und Enlil stets mit Röstfleisch bestückten, die immer wieder gebackenes Brot hinlegten, frisches Wasser aus dem Schlauch spendeten, wo ich eingetreten war ins Haus des Erdstaubs, wohnen Hohepriester und Opferhelfer, wohnen Reinigungspriester und Lumatschu-Priester, wohnen die Gudapsu-Priester der großen Götter, wohnt Etana, wohnt Shakan, wohnt die Königin der Unterwelt, Ereshkigal, Beletzeri, die Schreiberin der Unterwelt, kniet vor ihr. Sie hält eine Tontafel und liest ihr vor. Da erhob sie ihr Haupt, blickte mich an. Wer nahm wohl diesen Mann mit hierher? Wer brachte wohl diesen Mann zu mir? Größere Lücke von etwa 45 Zeilen. Am Ende spricht wohl Enkidu zu Gilgamesch. Der ich mit dir zog durch alle Beschwernisse, gedenke meiner, mein Freund, vergiss nicht, was ich alles durchwanderte. Mein Freund sah einen Traum, der kein Glück verhieß, und am Tage, an dem er träumte, verließ ihn seine Lebenskraft. Da liegt nun Enkidu, krank ist er einen Tag, einen zweiten Tag. Die Kräfte Enkidus auf seinem Lager schwinden, einen dritten Tag und einen vierten Tag. Die Kräfte Enkidus schwinden, einen fünften, sechsten und siebten, einen achten, neunten und zehnten. Die Krankheit Enkidus schreitet voran. Einen elften und zwölften Tag schreitet die Krankheit fort, und Enkidu ringt auf dem Lager mit dem Tode. Da ruft er nach Gilgamesch und spricht zu ihm: Mein Freund, mich verfolgt ein Gott mit seinem Hass. Wie einen, der im Kampfe fällt, lässt er mich nicht sterben. Ich fürchtete den Kampf und sterbe nun im Bett. Mein Freund, wer im Kampfe fiel, ist glücklich. Ich aber werde in der Schlacht nicht fallen, mir keinen Namen machen. Tafel 8. Kaum dass der Morgen graute, da klagte Gilgamesch über seinen Freund. Enkidu, dich haben die Gazelle, deine Mutter, und der Wildesel, dein Vater, geschaffen. Dich haben die Onager mit ihrer Milch aufgezogen, und die Tiere der Steppe haben dir alle Weideplätze gezeigt. Enkidu, beweinen sollen dich die Wege zum Zedernwald, beweinen sollen sie dich bei Tag und bei Nacht. Beweinen sollen dich die Ältesten der weiten Stadt von Hürden Uruk. Beweinen sollen dich die Leute, die uns sonst segnen. Beweinen sollen dich die hohen Gipfel der Berge. Beweinen sollen dich die reinen Fluren. Beklagen sollen dich die Weiden wie deine Mutter. Beweinen soll dich Buchsbaum, Zypresse und Zeder, unter denen wir in unserem Zorn gewütet haben. Beweinen sollen dich Bär, Hyäne, Panther, Leopard, Hirsch und Schakal. Löwe, Wildstier, Hirsch, Steinbock, alles Getier der Steppe. Beweinen soll dich der heilige Ulai-Fluss, an dessen Ufer wir so vergnügt wanderten. Beweinen soll dich der reine Euphrat, dessen Wasser wir aus Schläuchen spendeten. Beweinen sollen dich die jungen Männer von Hürden Uruk, die unseren Kampf beobachteten, als wir den Himmelsstier töteten. Beweinen soll dich der Bauer bei seiner Arbeit, der deinen Namen in seinem schönen Gesang preist. Beweinen soll dich der Städter des weiten Hürden Uruk, der schon am frühen Morgen deinen Namen preist. Beweinen soll dich der Hirte, der dir Milch und Sahne zu trinken gab. Beweinen soll dich der Hütejunge, der dir die Butter hinstellte. Beweinen sollen dich die alten Männer, die dir Kurunubier zu trinken gaben. Beweinen soll dich die Dirne, die dein Haupt mit gutem Öl salbte. Beweinen soll dich ein Findelkind, eine Waise. Als ob sie deine Brüder wären, sollen sie dich beweinen. Als ob sie deine Schwestern wären, soll ihr in Trauer aufgelöstes Haar über ihren Rücken fließen. Beweinen sollen dich, Enkidu, deine Mutter und dein Vater. Gleichzeitig will auch ich dich beweinen. Hört mich, ihr jungen Mannen, hört mich. Hört mich, ihr Ältesten der weiten Stadt Uruk, hört mich. Ich klage über meinen Freund Enkidu, wie ein Klageweib heule ich laut. Streitaxt an meiner Seite, auf die sich mein Arm verließ. Schwert an meinem Gürtel, Schild vor meinem Angesicht. Gewand für mein Fest, Schärpe für mein Wohlbefinden. Ein schlimmer Wind hat sich gegen mich erhoben und sie mir entrissen. O mein Freund, du schnellfüßiges Maultier, Wildesel, Leopard der Steppe. O Enkidu, du schnellfüßiges Maultier, Wildesel, Leopard der Steppe.
die wir uns zusammentaten, hinaufzogen ins Gebirge, die wir den Himmelsstier packten und töteten, die wir Chumbaba niederstreckten, der im Zedernwald wohnte. Was ist das jetzt für ein Schlaf, der dich ergriff? Bewusstlos bist du geworden, hörst mich nicht. Er aber, seinen Kopf erhob er nicht. Da tastete er nach seinem Herzen, es schlug nicht mehr. Da deckte er seinen Freund zu, sein Antlitz wie das einer Braut. Wie ein Adler umkreiste er ihn, wie eine Löwin, deren Junge in einer Falle sind, umkreiste er ihn von vorn und von hinten. Sein lockiges Haar rauft er aus und breitet es hin, den Schmuck legt er ab und wirft ihn wie etwas Tabuisiertes weg. Kaum dass der Morgen graute, da rief Gilgamesch laut ins Land hinaus: Du Schmied, Siegelschneider, Kupferschmied, Goldschmied, Steinmetz, mache mein Freund. Da schuf er ein Bild seines Freundes. Die Glieder meines Freundes sind aus Silber, die Brauen deiner Augen sind aus Lapis, deine Brust aus Gold. Ich will dich auf einem großen Bett lagern lassen, auf einem Prachtbett will ich dich lagern lassen. Sitzen lassen will ich dich auf einem Ruhesessel, dem Sitz zu meiner Linken. Die Könige der Erde werden dort deine Füße küssen. Ich werde dich beweinen lassen von den Bewohnern von Uruk. Klagen sollen sie um dich. Die jetzt noch Zufriedenen erfülle ich um dich mit Gram. Ich selbst aber werde, wenn du nicht mehr bist, das Haar vor Trauer verfilzt tragen, werde mich mit einem Löwenfell kleiden und die Steppe durchstreifen. Kaum dass der Morgen graute, da erhob sich Gilgamesch und ging zu seinem Schatzhaus, löste dessen Verschluss, inspizierte den Schmuck. Obsidian, Karneol, Alabaster stellten sie her, stellte er bereit für seinen Freund. 10 Minen Gold stellte er bereit für seinen Freund. Eine mächtige Lanze für seinen Arm stellte er bereit für seinen Freund. Sein Köcher, ein Talent Gold für dessen Griff, stellte er bereit für seinen Freund. Eine Keule für seinen Arm aus Elfenbein, ihr Kopf 40 Minen Gold, ihr Griff, stellte er bereit für seinen Freund. Gemästete Rinder, fette Schafe schlachtete er, brachte er für seinen Freund dar. Opfergaben sind es für Shamash von meinem Freund. Eine Schleuder aus hellem Kaliru-Holz für die große Königin Ishtar brachte er dem Shamash dar. Möchte doch Ishtar, die große Königin, diese Schleuder annehmen. Möge sie dadurch meinem Freund wohlgesonnen sein, ihn begleiten. Für Ereshkigal, die Königin der Unterwelt, offerierte er dem Shamash. Möchte doch Ereshkigal, die Königin der weiten Unterwelt, dies annehmen. Möge sie dadurch meinem Freund wohlgesonnen sein, ihn begleiten. Eine Flöte aus Karneol für den Hirten Dumuzi, den Geliebten der Ishtar, offerierte er dem Shamash. Möchte doch der Hirte Dumuzi, der Geliebte der Ishtar, die Flöte annehmen, möge er dadurch meinem Freund wohlgesonnen sein, ihn begleiten. Ein Thron aus Lapislazuli in Form eines Stieres für Namta. Ein Thron aus Lapislazuli in Form eines Stieres für Namta, den Visier der Unterwelt, offerierte er dem Shamash. Möchte doch Namta, der Visier der Unterwelt, es annehmen. Möge er dadurch meinem Freund wohlgesonnen sein, ihn begleiten. Für Hushbisha, die Haushälterin der Unterwelt, offerierte er dem Shamash. Möchte doch Hushbisha, die Haushälterin der weiten Unterwelt, es annehmen. Möge sie dadurch meinem Freund wohlgesonnen sein, ihn begleiten. Er ließ ein Geschmeide herstellen, Bänder aus Silber, Ringe aus Kupfer, für Kassatabat, der bei Ereshkigal den Boden fegt, offerierte er dem Shamash. Möchte doch Kassatabat, der bei Ereshkigal den Boden fegt, es annehmen, möge er dadurch meinem Freund wohlgesonnen sein und ihn begleiten. Mein Freund, nicht soll er sich ängstigen und nicht im Herzen erkranken. Ein Alabasterkästchen, innen mit Lapis und Karneol eingelegt, außen verziert mit einem Abbild des Zedernwaldes, eingelegt mit Karneol und Lapislazuli. Für Ninshuluhatum, die das Haus in Ordnung hält, offerierte er dem Shamash. Möchte doch Ninshuluhatum, die das Haus in Ordnung hält, es annehmen.
Möge sie dadurch meinem Freunde wohlgesonnen sein und ihn begleiten. Mein Freund, nicht soll er sich ängstigen und nicht im Herzen erkranken. Einen zweischneidigen Dolch mit einem Heft aus Lapislazuli, Ebenbild des reinen Euphrat. Für Bibu, den Schlechter der Unterwelt, offeriert er dem Schamasch. Möchte doch Bibu, der Schlechter der weiten Unterwelt, ihn annehmen. Möge er meinem Freund wohlgesonnen sein und ihn begleiten. Ein Salbgefäß aus Alabaster für Dumuzi Abzu, den Sündenbock der Unterwelt, offeriert er dem Schamasch. Möchte doch Dumuzi Abzu, der Sündenbock der weiten Unterwelt, es annehmen. Möge er meinem Freund wohlgesonnen sein und ihn begleiten. Etwa 25 Zeilen ganz fragmentarischer Text. Als Gilgamesch dies hörte, da fasste er den Plan, den Strom abzuleiten. Kaum, dass der Morgen graute, da öffnete Gilgamesch sein Tor. Einen großen Tisch aus Elemaku-Holz brachte er heraus. Eine Schale aus Karneol füllte er mit Honig, eine Schale aus Lapis füllte er mit Sahne. Das Ende der Tafel ist nicht erhalten. Tafel 9. Bitterlich weint Gilgamesch über Enkidu, seinen Freund, und durchstreift die Steppe. Auch ich werde sterben. Werde ich nicht werden wie Enkidu? Kummer ist in mein Herz eingezogen. Den Tod beginne ich zu fürchten, deshalb durchstreife ich die Steppe. Den Weg zu Utanapishti, dem Sohn des Ubar-Tutu, habe ich eingeschlagen und laufe rasch. Eines Nachts geriet ich in die Pässe des Gebirges. Da sah ich Löwen und geriet in Furcht. Ich hob mein Haupt und betete zu Sin. Zu dem hellen Licht der Götter ging mein Flehen. O Sin, halte mich gesund. Gilgamesch erhob sich, wurde plötzlich wach. Da war es ein Traum. Im Mondlicht freute er sich darüber, dass er am Leben war. Da nahm er die Axt zur Hand, zog den Dolch aus dem Gürtel, fiel wie ein Pfeil über sie her. Er schlug auf die Löwen ein, tötete sie, vertrieb sie. Es fehlen etwa 3 Zeilen. Der Name des Gebirges war Mashu. Als er am Mashu-Gebirge ankam, das alltäglich den Aufgang der Sonne bewacht, seine Gipfel berühren nämlich die Gründung des Himmels, nach unten reicht seine Brust bis zur Unterwelt. Da bewachen Skorpionmenschen seinen Zugang, deren Fruchtbarkeit ungeheuer ist, deren Anblick den Tod bedeutet, deren gewaltiger Schreckensglanz das Bergland umhüllt. Beim Aufgang und beim Untergang geben sie Acht auf die Sonne. Gilgamesch erblickte sie. Vor Furcht und Schrecken verfinsterte sich sein Gesicht. Dann fasste er sich und verbeugte sich vor ihnen. Der Skorpionmensch ruft seinem Weibe zu, der zu uns kam, sein Leib ist Götterfleisch. Des Skorpionenmenschen Weib antwortete ihm, 2 Drittel sind Gott, aber 1 Drittel von ihm ist menschlich. Der männliche Skorpionmensch erhebt die Stimme. Er richtet das Wort an König Gilgamesch, dem von göttlicher Abstammung. Wie bist du hergekommen, einen weiten Weg? Wie konntest du anlangen hier vor mir? Wie konntest du die Flüsse überqueren, deren Furt schwierig ist? Gern wüsste ich, worum es dir geht, worauf du den Sinn richtest, das möchte ich erfahren. Den Weg zu Utanapishti, meinem Vorfahren, suche ich, der doch in der Götterversammlung hintrat und das Leben fand. Er soll mir das Geheimnis von Tod und Leben enthüllen. Der Skorpionmensch tat den Mund auf und redet. Er spricht zu Gilgamesch. Wie dich, Gilgamesch, gab es bisher niemanden. Keiner hat das Gebirge je durchquert. Auf 12 Meilen erstreckt es sich drinnen. Dicht ist die Finsternis und es gibt kein Licht. Zum Sonnenaufgang führt der Weg und zum Sonnenuntergang gleichermaßen. Große Lücke. Der Skorpionmensch tut den Mund auf und redet. An Gilgamesch, den König von Götterfleisch, richtet er die Worte. Zieh hin, Gilgamesch, fürchte dich nicht. Die Zwillingsberge sollen dich passieren lassen. Berge und Gebirge, die offen stehen. Heil mögen sie dich entlassen. Das Tor des Gebirges möge dir aufgetan werden. Kaum hatte Gilgamesch dies vernommen, als er schon das Wort des Skorpionmenschen befolgte, den Weg der Sonne ins Zwillingsgebirge einschlug.
Als er eine Meile weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis. Es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 2 Meilen weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis. Es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 3 Meilen weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis. Es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 4 Meilen weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis. Es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 5 Meilen weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 6 Meilen weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis, es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 7 Meilen weit vorgedrungen ist, dicht ist die Finsternis, es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Nach 8 Meilen klagt er wie ein Käuzchen. Dicht ist die Finsternis, es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Nach 9 Meilen spürt er den Nordwind. Ein Lufthauch erreicht sein Gesicht, doch dicht ist die Finsternis, es gibt kein Licht. Nicht ist es ihm vergönnt zu sehen, was hinter ihm liegt. Als er 10 Meilen weit vorgedrungen ist, ist das Licht der Ausgang schon ganz nahe. Nach 11 Meilen ist es nur noch eine Distanz von 1 Meile. Dann kommt er heraus noch vor der Sonne. Nach 12 Meilen Weges herrscht Helle. Als er die Augen erhebt und Bäume der Götter erblickt, geht er darauf zu. Ein Karneolbaum trägt Früchte, behängt mit Trauben, schön anzuschauen. Ein Lapislazuli-Baum trägt Blätter, auch Früchte trägt er, eine Lust, sie zu betrachten. Dort steht auch eine Zeder, hochaufragend zum Himmel. Ihre Äste sind aus Tigerauge und aus Meereskorallen ihre Nadeln, die Zapfen aus rötlichem Sasu-Stein. Statt Dornen und Disteln wachsen darunter Glaskristalle. Eine Schote des Johannesbrotbaumes berührte er. Sie war aus Abaschmustein. Die folgenden 4 Zeilen berichten stark fragmentarisch vom Edelsteinwald. Gilgamesch durchstreifte den Wald mit Staunen. Sie aber hob ihr Haupt, blickte ihn an. Tafel 10. Siduri, die Schenkin, die am flachen Gestade des Meeres haust. Dort wohnt sie in ihrer Taverne, Gefäßständer hat sie, Bierfässer und Becher. Dicht verhüllt ist sie und ein Schleier bedeckt ihr Gesicht. Gilgamesch streift er umher und mit einem Fell bekleidet verbreitet er Furcht. Auch wenn sein Körper Fleisch von Göttern ist, so ist doch Kummer in seinem Gemüt. Einem Wanderer ferner Wege gleicht sein Antlitz. Die Schenkin sieht ihn schon von ferne, beratschlagt in ihrem Innern, spricht, geht mit sich selber zu Rate. Vielleicht ist das einer, der wilde Stiere tötet. Woher nur kommt er geradewegs auf meine Tür zu? Als sie ihn so gesehen hatte, da verschloss die Schenkin ihr Tor, verriegelte ihre Tür und stieg aufs Dach hinauf. Er aber, Gilgamesch, wurde aufmerksam auf ihr Tun, hob sein Kinn empor und wandte sich ihr zu. Gilgamesch spricht zu ihr, der Schenkin, »Schenkin, warum verschließt du dein Tor, sobald du mich siehst, verriegelst deine Tür und steigst aufs Dach hinauf? Ich kann die Tür zerschlagen, den Riegel zerbrechen.« Die Schenkin spricht zu ihm, zu Gilgamesch, »Ich kenne dich nicht, so verschloss ich das Tor, verriegelte die Tür und stieg hinauf aufs Dach. Doch wer du wohl bist, möchte ich erfahren.« Gilgamesch spricht zu ihr, der Schenkin, »Enki, du, mein Freund und ich, wir haben den Wächter des Forstes erschlagen. Wir taten uns zusammen, stiegen ins Bergland hinauf. Wir packten den Himmelsstier töteten wir. Wir beseitigten Chumbaba, der im Zedernwald wohnte. Wir töteten Löwen an den Pässen des Gebirges.« Die Schenkin sprach zu ihm, zu Gilgamesch, »Wenn es denn so ist, dass du zusammen mit Enki, du, den Wächter tötetest, ihr den Chumbaba beseitigtet, der im Zedernwald wohnt, Löwen tötetet an den Pässen des Gebirges, den Himmelsstier packtet, den Stier tötetet, der vom Himmel herabkam, warum sind denn deine Wangen abgezehrt, ist eingesunken dein Gesicht?
Warum ist unfroh dein Herz und sind deine Gesichtszüge verkniffen? Verzerrt der Kummer dein Gemüt? Gleicht dein Antlitz dem eines Wanderers ferner Wege? Warum ist dein Gesicht von Wetter und Sonne gegerbt? Und warum durchstreifst du die Steppe, von Löwen bedroht? Gilgamesch antwortete und sprach zu der Schenkin: Warum sollten meine Wangen nicht abgezehrt sein, eingesunken mein Gesicht? Warum sollte mein Herz nicht unfroh sein, meine Gesichtszüge verkniffen? Sollte nicht Kummer in meinem Gemüt sein, mein Antlitz nicht dem eines Wanderers ferner Wege gleichen? Warum sollte mein Gesicht nicht von Wetter und Sonne gegerbt sein? Und warum sollte ich nicht die Steppe durchstreifen, von Löwen bedroht? Mein Freund, ein schnellfüßiges Maultier, Wildesel des Gebirges, Leopard der Steppe. Enkidu, das schnellfüßige Maultier, Wildesel des Gebirges, Leopard der Steppe. Mein Freund, den ich so sehr liebe, der mit mir durch alle Beschwernisse zog. Enkidu, den ich so sehr liebe, der mit mir durch alle Beschwernisse zog. Ihn ereilte das Schicksal der Menschheit. 6 Tage und 7 Nächte habe ich um ihn geweint. Gab ihn nicht her, ihn zu begraben, bis der Wurm aus seiner Nase fiel. Da erschrak ich, fürchtete den Tod und streife nun in der Steppe herum. Das Schicksal meines Freundes lastet schwer auf mir. Weite Wege durch die Steppe legte ich zurück. Ich aber, wie konnte ich da stillhalten, wie konnte ich schweigen? Mein Freund, den ich liebe, wurde zu Lehm. Enkidu, den ich liebe, wurde zu Lehm. Würde ich nicht wie er daliegen, mich nicht mehr erheben auf immer und ewig? Gilgamesch spricht zu ihr, zu der Schenkin: Nun, Schenkin, wie ist der Weg zu Utanapishti? Wie ist sein Kennzeichen? Gib es mir, ja, tu mir sein Kennzeichen kund. Wenn es möglich ist, will ich das Meer überqueren, wenn es nicht möglich ist, will ich die Steppe durchstreifen. Die Schenkin spricht zu ihm, zu Gilgamesch: Niemals, Gilgamesch, gab es einen Zugang, und seit ewigen Zeiten hat niemand das Meer überquert. Schamasch, der Held allein ist es, der das Meer überquert. Wer außer Schamasch kann das Meer überqueren? Gefährlich ist der Übergangsort, überaus beschwerlich der Weg dahin. Und dazwischen liegt das Gewässer des Todes, das Unzugängliche. Hast du, Gilgamesch, auch irgendwo das Meer überquert? Sobald du dann an das Gewässer des Todes kommst, was willst du dort machen? Gilgamesch, dort ist Ur-Shanabi, der Schiffer des Utanapishti. Und die Steinernen schlagen inmitten des Waldes mit ihm Zweige ab. Geh nur, und er soll dein Antlitz sehen. Falls es möglich ist, setze mit ihm über. Wenn es unmöglich ist, kehre um. Kaum hatte Gilgamesch dies gehört, da nahm er die Axt in seine Hand, zog das Schwert aus seiner Scheide, schlich sich heran und verjagte sie. Stürzte zwischen sie wie ein Pfeil, inmitten des Waldes, brüllte er laut. Da blickte Ur-Shanabi auf, der voll Schreckensglanz, hob seine Axt hoch und stürmte auf ihn los. Er aber, Gilgamesch, schlug ihm auf den Kopf, packte seinen Arm und stieß ihn vor die Brust. Die Steinernen aber, die die Wasser des Todes nicht fürchteten, verpichten das Schiff. An dieser Stelle ist der Text unvollständig. Warum sind dann abgezehrt deine Wangen, ist eingesunken dein Gesicht? Warum ist unfroh dein Herz, sind deine Gesichtszüge verkniffen? Verzerrt der Kummer dein Gemüt, gleicht dein Antlitz dem eines Wanderers ferner Wege? Warum ist dein Gesicht von Wetter und Sonne gegerbt? Und warum durchstreifst du die Steppe, von Löwen bedroht? Gilgamesch sprach zu ihm, dem Schiffer Ur-Shanabi: Warum sollten meine Wangen nicht abgezehrt sein, nicht eingesunken mein Gesicht? Warum sollte mein Herz nicht unfroh sein, nicht meine Gesichtszüge verkniffen? Sollte nicht Kummer in meinem Gemüt sein, mein Antlitz nicht dem eines Wanderers ferner Wege gleichen? Warum sollte mein Gesicht nicht von Wetter und Sonne gegerbt sein? Und warum sollte ich nicht die Steppe durchstreifen, von Löwen bedroht? Mein Freund, ein schnellfüßiges Maultier, Wildesel des Gebirges, Leopard der Steppe. Enkidu, das schnellfüßige Maultier, Wildesel des Gebirges, Leopard der Steppe. Wir taten uns zusammen, stiegen ins Bergland hinauf. Wir packten den Himmelsstier,
den Himmelsstier töteten wir. Wir beseitigten Chumbaba, der im Zedernwald wohnte. Wir töteten Löwen an den Pässen des Gebirges. Mein Freund, den ich so sehr liebe, der mit mir durch alle Beschwernisse zog. Enkidu, mein Freund, den ich so sehr liebe, der mit mir durch alle Beschwernisse zog. Ihn ereilte das Schicksal der Menschheit. 6 Tage und 7 Nächte habe ich um ihn geweint, gab ihn nicht her, ihn zu begraben, bis der Wurm aus seiner Nase fiel. Da erschrak ich, fürchtete den Tod und streife nun in der Steppe herum. Das Schicksal des Enkidu, meines Freundes, lastet schwer auf mir. Weite Wege durch die Steppe legte ich zurück. Ich aber, wie konnte ich da stillhalten, wie konnte ich schweigen? Mein Freund, den ich liebe, wurde zu Lehm. Enkidu, mein Freund, den ich liebe, wurde zu Lehm. Würde ich nicht wie er daliegen, mich nicht mehr erheben auf immer und ewig? Gilgamesch sprach zu ihm, dem Schiffer Ur-Shanabi. Jetzt aber, Ur-Shanabi, wie ist der Weg zu Utanapishti? Wie ist sein Kennzeichen? Gib es mir! Ja, tu mir sein Kennzeichen kund! Wenn es möglich ist, will ich das Meer überqueren. Wenn es nicht möglich ist, dann will ich die Steppe durchstreifen. Da sprach Ur-Shanabi zu ihm, zu Gilgamesch. Deine eigenen Hände, Gilgamesch, verhindern das Übersetzen. Du hast die Steinernen zerschmettert, warfst sie in den Fluss. Die Steinernen sind zerschmettert, aber das Gezweig der Zedern ist nicht abgeschlagen. Gilgamesch, nimm die Axt in deine Hand, geh zum Wald hinab und schlage mit 12 Stocherstangen, jede 5 Ruten lang, schäle sie ab und versieh sie jeweils mit einem Knauf. Bring sie herbei zu mir und lade sie auf das Schiff. Als Gilgamesch das hörte, nahm er die Axt in seine Hand, zog das Schwert aus seiner Scheide, ging zum Wald hinab und schlug dort 12 Stocherstangen, jede 5 Ruten lang, und versah sie jeweils mit einem Knauf. Er brachte sie herbei und lud sie auf das Schiff. Gilgamesch und Ur-Shanabi bestiegen das Schiff, ließen die Barke zu Wasser und fuhren selbst los. Eine Distanz von 1,5 Monaten hatten sie am 3. Tage zurückgelegt. Da erreichte Ur-Shanabi die Wasser des Todes. Ur-Shanabi sprach zu ihm, zu Gilgamesch, »Schnell, Gilgamesch, nimm die 1. Stocherstange. Aber die Wasser des Todes dürfen deine Hand nicht benetzen, sonst wird sie dir erlahmen. Nimm eine 2., 3. und 4. Stocherstange, Gilgamesch. Nimm eine 5., 6. und 7. Stocherstange, Gilgamesch. Nimm eine 8., 9. und 10. Stocherstange, Gilgamesch. Nimm eine 11. und 12. Stocherstange, Gilgamesch. Nach 2×60 Doppelstadien hatte Gilgamesch die Stocherstangen verbraucht. Da öffnete er, Ur-Shanabi, seinen Gürtel. Gilgamesch zog ihm seinen Rock aus, mit seinen Armen hob er ihn wie ein Segel hoch. Utanapishti sieht ihn schon von Ferne, beratschlagt in seinem Innern, spricht, geht mit sich selbst zu Rate. Weshalb sind des Schiffes Steinerne zerschlagen, und es fährt einer, der kein Recht darauf hat, im Schiff? Der da zu mir kommt, ist kein Mensch von meiner Art. Aber rechts, ich sehe hin, es ist kein Mensch von meiner Art, ich sehe hin. Die folgenden 13 Zeilen mit der Ankunft bei Utanapishti, die lassen sich noch nicht rekonstruieren. Gilgamesch spricht zu ihm, zu Utanapishti, lang lebe Utanapishti, der Sohn des Ubatutu. Utanapishti spricht zu ihm, zu Gilgamesch, warum sind dann abgezehrt deine Wangen, ist eingesunken dein Gesicht? Warum ist unfroh dein Herz, sind deine Gesichtszüge verkniffen? Verzerrt der Kummer dein Gemüt, gleicht dein Antlitz dem eines Wanderers ferner Wege? Warum ist dein Gesicht von Wetter und Sonne gegerbt? Und warum durchstreifst du die Steppe, von Löwen bedroht? Da spricht Gilgamesch zu ihm, zu Utanapishti, warum sollten meine Wangen nicht abgezehrt sein, nicht eingesunken mein Gesicht? Warum sollte mein Herz nicht unfroh sein, nicht verkniffen meine Gesichtszüge, sollte nicht Kummer in meinem Gemüt sein, mein Antlitz nicht dem eines Wanderers ferner Wege gleichen? Warum sollte mein Gesicht nicht von Wetter und Sonne gegerbt sein? Und warum sollte ich nicht die Steppe durchstreifen, von Löwen bedroht?
Mein Freund, ein schnellfüßiges Maultier, Wildesel des Gebirges, Leopard der Steppe, Enkidu, mein Freund, das schnellfüßige Maultier, Wildesel des Gebirges, Leopard der Steppe, wir taten uns zusammen, stiegen ins Bergland hinauf. Wir packten den Himmelsstier töteten wir, wir beseitigten Chumbaba, der im Zedernwald wohnte, wir töteten Löwen an den Pässen des Gebirges. Mein Freund, den ich so sehr liebe, der mit mir durch alle Beschwernisse zog. Enkidu, mein Freund, den ich so sehr liebe, der mit mir durch alle Beschwernisse zog, ihn ereilte das Schicksal der Menschheit. 6 Tage und 7 Nächte habe ich um ihn geweint, gab ihn nicht her, ihn zu begraben, bis der Wurm aus seiner Nase fiel. Da erschrak ich, fürchtete den Tod und streife nun in der Steppe herum. Das Schicksal meines Freundes lastet schwer auf mir. Weite Wege durch die Steppe legte ich zurück. Das Schicksal des Enkidu, meines Freundes, lastet schwer auf mir. Weite Wege durch die Steppe legte ich zurück. Ich aber, wie konnte ich da stillhalten, wie konnte ich schweigen? Mein Freund, den ich liebe, wurde zu Lehm. Enkidu, mein Freund, den ich liebe, wurde zu Lehm. Würde ich nicht wie er daliegen, mich nicht mehr erheben, auf immer und ewig? Gilgamesch sprach zu ihm, zu Utanapishti. Ich sagte mir so, ich will mich aufmachen und den Utanapishti sehen, den Fernen, von dem man erzählt. So durchirrte ich wandernd all die Lande, du überschritt die vielen beschwerlichen Berge. Ich fuhr hin über alle die Meere. Erlabte sich mein Antlitz nicht an süßem Schlummer, quälte ich mich selbst durch Schlaflosigkeit, füllte mit Kummer meine Adern. Doch was gewann ich durch meine Qualen? Noch war ich nicht zur Schenkin gelangt, da war mein Kleid verschlissen. Ich tötete Bär, Hyäne, Löwe, Panther und Gepard. Hirsch, Steinbock, Wild und Getier der Steppe, um mir Fleisch zu essen, ihr Fell abzuziehen. Ach, möchte man doch das Tor zur Wehklage verriegeln, mit Pech und Asphalt es verschließen. Meinetwegen sollten sie das Spiel nicht unterbrechen. Meinetwegen sollten sie fröhlich die Grasflur bevölkern. Da spricht Utanapishti zu ihm, zu Gilgamesch. Warum wohl, Gilgamesch, verfolgst du deinen Kummer immer weiter, du, der du aus Fleisch von Göttern und Menschen gebildet bist, den sie, die Götter, wie dein Vater und deine Mutter geschaffen haben? Wann wohl, Gilgamesch? Zu einem Toren? Einen Thron stellte man dir in der Volksversammlung auf, befahl, nimm Platz. Einem Toren wird Bierhefe gegeben statt süßer Sahne, Kehricht und Kleie anstelle von Kuchen und Brot. Gekleidet ist er mit einem Schilfrock anstelle eines Mantels, statt eines Gürtels gegürtet mit einem Strick. Dies tut er, weil er keinen hat, der ihm rät, er keinen guten Ratschlag bekommt. Gilgamesch, kümmere du dich um ihn, wie es Pflicht des Königs ist. Enkidu lieferten die Götter seinem Schicksal aus. Du aber wurdest ruhelos. Was hattest du davon? Mit Unrast hast du dich selbst erschöpft, hast deinen Körper kasteit, hast dir selbst das Leben verkürzt. Wie ein Rohr im Röhricht wird das menschliche Geschlecht dezimiert. Den schmucken jungen Mann, das hübsche Mädchen, geschwind naht ihr Ende, raubt sie der Tod. Keiner sieht den Tod voraus, keiner erblickt das Antlitz des Todes, keiner hört den Ruf des Todes, und doch ist es der grimme Tod, der das menschliche Geschlecht dezimiert. Irgendwann einmal errichteten wir ein Haus, irgendwann einmal bauen wir ein Nest, irgendwann einmal teilen die Brüder das Erbe, irgendwann einmal herrscht Zwietracht im Lande, irgendwann einmal schwoll der Fluss an, brachte eine Flut. Treiben Libellen auf dem Fluss, in dem sich sonst die Sonne spiegelt. Doch gleich danach existiert nichts mehr. Ein Verschleppter und ein Toter, wie gleichen sie einander? Das Bild des Todes können sie nicht zeichnen. Ein totes Menschenkind hat noch nie Grüße in sein Heimatland geschickt. Die Anunnaki, die großen Götter, sind versammelt. Und Mamitum, die das Schicksal erschafft, legte gemeinsam mit ihnen fest, Leben und Tod haben sie festgesetzt, aber den Tag des Todes taten sie nicht kund.
Tafel 11. Gilgamesch sprach zu ihm, zum fernen Utanapishti: Schaue ich dich an, Utanapishti, so sind deine Maße gar nicht fremd. Du bist wie ich selbst, ja, du bist nicht anders. Wie ich selbst bist auch du. Wollte ich auch gegen dich zum Kampfe antreten, so ist doch in deiner Gegenwart mein Arm gelähmt. Du, wie tratest du denn in die Versammlung der Götter ein, fandest das Leben? Da sprach Utanapishti zu ihm, zu Gilgamesch: Etwas Verborgenes will ich dir, Gilgamesch, eröffnen und dir ein Geheimnis der Götter erzählen. Shurupak, eine Stadt, die du kennst, eine Stadt, die am Ufer des Euphrat liegt, diese Stadt war sehr alt und die Götter waren in ihr. Da beschlossen die großen Götter, eine Flut zu machen. Geschworen haben ihr Vater Anu, ihr Ratgeber, der Held Enlil, ihr Thronträger Ninurta, ihr Deichgraf Enugi, auch er, der Fürst der Weisheit, hatte mit ihnen geschworen. Doch gab er ihre Rede weiter an der Rohrhütte. Rohrhütte, Rohrhütte, Wand, Wand, Rohrhütte, höre und Wand, pass auf. Mann von Shurupak, Sohn des Ubatutu, reiß ab das Haus, erbaue ein Schiff. Lass fahren Reichtum, dem Leben jagt nach. Besitz gib auf, dafür erhalt das Leben. Bringe den Samen alles Lebendigen in das Schiff. Das Schiff, das du erbauen sollst, dessen Maße sollen wohl proportioniert sein, Breite und Länge sollen einander entsprechen. Entsprechend dem Apsu sollst du es mit einem Dach versehen. Ich verstand das und sprach zu meinem Herrn eher: Ich bin sehr einverstanden, mein Herr, mit dem, was du da sagst, habe es verstanden und werde entsprechend handeln. Aber wie soll ich es denen der Stadt erklären, den einfachen Leuten, den Ältesten? Er tat zum Reden den Mund auf, hub an und sprach zu mir, seinem Knecht: Nun, so sollst du zu ihnen sprechen: Offenbar zürnt mir Enlil, und ich kann nicht mehr in eurer Stadt wohnen, kann mein Fuß nicht mehr auf den Boden des Enlil setzen. So will ich hinabsteigen zum Apsu, will bei meinem Herrn Ea wohnen. Er aber wird euch reichlich versorgen, eine Menge von Vögeln, auch Körbe voll Fische, eine reiche Ernte wird er euch schenken. Am Morgen wird er auf euch Kuchen regnen lassen, am Abend ein Schauer von Weizen. Kaum dass der Morgen graut, versammelt sich am Tor des Atarhasis das ganze Land. Der Zimmermann trug seine Axt herbei, der Rohrflechter trug seinen Stein herbei, sein Dechsel trug der Schiffbauer herbei. Junge Männer trugen Balken herbei, alte Männer schleppten Taue aus Palmfasern. Der Reiche trug Bitumen herbei, der Arme brachte, was sonst noch gebraucht wird. Am fünften Tage hatte ich seine äußere Form festgelegt. Ein Morgen betrug seine Grundfläche, 10 Ruten hoch waren seine Außenwände, 10 Ruten weit erstreckte sich der Rand seiner Bedachung. Ich entwarf einen Aufriss, zeichnete ihn vor, 6 Decks zog ich ein, teilte es damit in 7 Ebenen. Drinnen teilte ich es 9-fach ab. Wasserpflöcke schlug ich in seiner Hälfte ein, fand auch ein Ruder und fügte den übrigen Bedarf hinzu. 3x3600 Maß Erdpech hatte ich in den Ofen geschüttet. 3x3600 Maß Teer fügte ich hinzu. 3x3600 Maß Öl waren es, die die Korbträger brachten. Abgesehen von den 3600 Maß Öl, das die Libationen benötigten, den 2x3600 Maß, die der Schiffszimmermann zur Seite tat. Rinder tötete ich für die Handwerker. Täglich schlachtete ich Schafe. Gersten und Weizenbier, Öl und Wein gab ich den Arbeitern wie Flusswasser zu trinken. Sie feierten ein Fest wie am Neujahrstag. Bei Sonnenaufgang hatte ich meine Hand zur Salbung erhoben, und bevor die Sonne unterging, war das Schiff vollendet. Die Manöver des Stapellaufs waren sehr schwierig, und wir schleppten Poller nach oben und nach unten, bis das Schiff zu 2/3 schwamm. Was immer ich hatte, lud ich hinein. Was immer ich hatte, lud ich hinein an Silber. Was immer ich hatte, lud ich hinein an Gold. Was immer ich hatte, lud ich hinein an allerlei Lebenssamen. Steigen ließ ich ins Schiff meine ganze Familie und Hausgenossen. Die Herdentiere der Steppe,
die wilden Tiere der Steppe, alle Handwerker ließ ich einsteigen. Schamasch hatte mir den Zeitpunkt so angesetzt. Im Morgengrauen wird mein Küchlein in der Abenddämmerung einen Weizenschauer niederregnen lassen. Dann tritt ein in das Schiff, versiegle deine Tür. Der Zeitpunkt kam herbei. Im Morgengrauen ließ mein Küchlein in der Abenddämmerung einen Weizenschauer niederregnen. Die Erscheinungen des Wetters hatte ich beobachtet. Das Wetter war fürchterlich anzusehen. Da trat ich ein in das Schiff, versiegelte die Tür. Dem Schiffer Puzur Elil, der das Schiff verpicht hatte, übergab ich den Palast samt allem, was in ihm war. Kaum dass der Morgen graute, stieg schon vom Horizont finsteres Gewölk auf. Aus ihm heraus donnerte Adad ununterbrochen, und Shulat und Chanish ziehen vor ihm her, schreiten als Thronträger über Berg und Tal. Erakal reißt die Duckdalben heraus, hin und her zog Ninurta, lässt die Stauwehre überlaufen, die Anunnaki hoben Fackeln empor, setzt mit ihrem schrecklichen Glanz das Land in Flammen. Die Totenstille des Adad wehte über den Himmel hin, so daß alles Helle wieder zu Finsternis wurde. Wie ein Stier zertrampelte er das Land, zerschmetterte es wie ein Tontopf. Am ersten Tag wütete der Südsturm, rasend blies er, doch der Ostwind brachte die Sintflut. Wie eine Feldschlacht kam seine vernichtende Flutwelle über die Menschen, so daß der eine den anderen nicht sehen konnte. Die Leute kennen einander nicht mehr angesichts der Vernichtung. Sogar die Götter gerieten in Furcht vor der Flut. Sie wichen zurück, stiegen hinauf zum Himmel des Anu, eingerollt wie Hunde lagerten sie im Freien. Wie eine Gebärende schreit die Göttin laut auf. Es jammert Belet Ili, die sonst so schön an Stimme ist. Wäre doch jener Tag zu Lehm geworden, an dem ich in der Versammlung der Götter Schlimmes gebot. Wie konnte ich nur in der Götterversammlung Schlimmes gebieten, eine Vernichtungsschlacht befehlen für meine Menschheit? Habe ich sie doch geboren, meine Menschen sind sie, aber wie Fischbrut füllen sie jetzt das Meer. Die Götter, die in der Unterwelt, klagen mit ihr, in tiefster Trauer weinen sie mit ihr. Mit verdorrten Lippen, der Opfergaben beraubt, 6 Tage und 7 Nächte gehen weiter Sturm, Wolkenbruch und Sintflut, rast der Orkan über das Land. Als nun der 7. Tag herankam, wurde der Orkan schwächer. Das Meer, das wie eine Gebärende um sich geschlagen hatte, wurde ruhig. Das wilde Wetter beruhigte sich. Die Sintflut nahm ein Ende. Ich schaute aus nach dem Wetter, da war Stille. Und die ganze Menschheit war wieder zu Lehm geworden. Wie ein Dach, so flach war die Aue. Ich öffnete eine Luke und Sonnenlicht fiel auf mein Antlitz. Ich kniete nieder, saß da und weinte. Die Tränen liefen mir über die Wangen. Nach Ufern hielt ich Ausschau am Rande des Meeres. An 12 Stellen ragten Inseln auf. Am Berge Nimush legte das Schiff an. Der Berg Nimush hielt das Schiff fest und gab es nicht frei. Einen zweiten Tag hielt der Berg Nimush das Schiff und gab es nicht frei. Einen vierten Tag hielt der Berg Nimush das Schiff und gab es nicht frei. Einen sechsten Tag hielt der Berg Nimush das Schiff und gab es nicht frei. Als nun der 7. Tag herankam, da schickte ich eine Taube los, ließ sie frei. Die Taube flog fort und kam wieder, denn kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, sie kehrte um. Da schickte ich eine Schwalbe los, ließ sie frei. Die Schwalbe flog fort und kam wieder, denn kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, sie kehrte um. Da schickte ich einen Raben los, ließ ihn frei. Der Rabe flog fort, und als er sah, dass das Wasser sich verlief, da frisst er, scharrt und hüpft, kehrt nicht um. Da ließ ich sie aussteigen, brachte den 4 Weltgegenden ein Opfer dar, spendete ein Räucheropfer auf der Felspyramide des Berges. 7 und abermals 7 Räuchergefäße stellte ich auf, und vor sie häufte ich süßes Rohr, Zedernholz und Myrte auf. Die Götter rochen den Duft, die Götter rochen den süßen Duft, die Götter scharten sich wie Fliegen um den Opferer. Sobald auch Belet Ili herzugekommen war,
hob sie das große Fliegengeschmeide hoch, das Anu als Liebespfand für sie machte. Ihr Götter, diese seien nun die Lapissteine für meinen Hals, damit ich mich an diese Tage erinnere und sie auf ewig nicht vergesse. Die Götter mögen zum Räucheropfer kommen, aber Enlil darf nicht zum Räucheropfer kommen, weil er ohne Überlegung die Sintflut machte und meine Menschen der Vernichtung preisgab. Sobald nun Enlil herbeikam, sah er das Schiff und Enlil ergrimmte. Voller Zorn war er über die Igigi-Götter. Jemand ist mit dem Leben davongekommen. Überleben sollte niemand die Vernichtung. Da tat Ninurta den Mund auf und redete, sprach zu Enlil, dem Helden. Wer, wenn nicht er, ist fähig, etwas derartiges zu machen, denn er kennt ja jeden Trick. Da tat er den Mund auf und redete, sprach zu Enlil, dem Helden. Du Klügster unter den Göttern, du Held, wie nur konntest du, ohne zu beratschlagen, eine Sintflut machen? Auf den Sünder leg seine Sünde, auf den Frevler leg seinen Frevel. Lockere den Zügel, damit er nicht ganz abgeschnitten wird. Zieh ihn an, damit er nicht schlaff hängt. Statt dass du eine Sintflut machst, mag ein Löwe auftreten und die Menschen vermindern. Statt dass du eine Sintflut machst, mag ein Wolf auftreten und die Menschen vermindern. Statt dass du eine Sintflut machst, mag eine Hungersnot entstehen und das Land dezimieren. Statt dass du eine Sintflut machst, mag der Pestgott aufstehen und die Menschen umbringen. Ich selbst habe das Geheimnis der großen Götter nicht offenbart. Den Hochgescheiten ließ sich ein Traumgesicht sehen, und so hörte er von dem Geheimnis der Götter. Jetzt schafft für ihn Rat. Da nun bestieg Enlil das Schiff, ergriff meine Hand und führte mich hinaus. Führte auch meine Frau heraus und ließ sie an meiner Seite knien. Berührte unsere Stirn und stand zwischen uns, uns zu segnen. Früher war Utanapishti ein Menschenkind. Jetzt aber sollen Utanapishti und seine Frau uns Göttern gleich werden. Und Utanapishti soll wohnen in der Ferne an der Mündung der Ströme. Sie nahmen mich und ließen mich wohnen in der Ferne an der Mündung der Ströme. Jetzt aber zu dir. Wer wird wohl die Götter um deinetwillen versammeln, damit auch du das Leben findest, das du suchst? Los denn, für 6 Tage und 7 Nächte sollst du nicht schlafen. Sobald er sich hingehockt hatte, da hauchte ihn schon der Schlaf an wie ein Nebel. Utanapishti aber spricht zu ihr, seiner Gemahlin: Sieh den Mann an, der das ewige Leben erstrebt. Der Schlaf hauchte ihn an wie ein Nebel. Seine Gemahlin aber spricht zu ihm, dem fernen Utanapishti: Rühre ihn an, der Mann soll erwachen. Den Weg, den er kam, möge er in Frieden zurückgehen. Durch das Tor, das er passierte, möge er in sein Heimatland zurückkehren. Utanapishti antwortete ihr, seiner Gemahlin: Trügerisch ist das Menschengeschlecht, er wird auch dich betrügen. Los, backe Brote für ihn, lege sie ihm zu Häupten. Und die Tage, die er schlief, ritze in die Wand ein. Sie buk Brote für ihn, legte sie ihm zu Häupten, und die Tage, die er verschlief, vermerkte sie ihm an der Wand. Das erste seiner Brote ist vertrocknet, das zweite ist lederartig, das dritte noch etwas feucht. Der vierte seiner Brotfladen wurde weiß, der fünfte war schon grau geworden, der sechste war frisch gebacken. Der siebte lag noch auf den Kohlen, da rührte er ihn an und der Mann erwachte. Gilgamesch spricht zu ihm, zu dem fernen Utanapishti: Kaum dass der Schlaf über mich kam, sofort hast du mich berührt und hast mich aufstehen lassen. Da spricht Utanapishti zu ihm, zu Gilgamesch: Auf, Gilgamesch, zähle nur deine Brote, und die Tage, die du verschlafen hast, werden dir bewusst werden. Das erste deiner Brote ist bereits vertrocknet. Das zweite ist lederartig. Das dritte noch etwas feucht. Der vierte deiner Brotfladen wurde weiß, der fünfte ist schon grau geworden, der sechste ist noch frisch, das siebte lag noch auf den Kohlen, da bist du erwacht. Gilgamesch spricht zu ihm, dem fernen Utanapishti: Was soll ich nur tun, Utanapishti? Wohin soll ich gehen? Schon haben die Räuber mein Fleisch gepackt,
In meiner Schlafkammer lauert der Tod. Wohin immer ich mich wende, da ist er schon, der Tod. Utanapishti spricht zu ihm, zum Schiffer Urshanabi. Urshanabi, der Kai soll dich zurückweisen, die Furt dich verachten, der du immer an seinem Ufer einhergehst. Entbehre fortan seine Küste. Der Mann, den du hergeführt, sein Körper ist durch Haarfilz entstellt. Die Schönheit seiner Haut ist durch Felle zerstört. Nimm ihn, Urshanabi, und bring ihn zum Badezuber. Er soll dort seinen Haarfilz im Wasser nach Kräften waschen. Seine Felle soll er wegwerfen und das Meer soll sie wegtragen. Sauber gewaschen sei sein Körper. Die Binde seines Hauptes werde rein. Mit einer Robe sei er bekleidet, die seiner Würde gemäß ist. Bis er zu seiner Stadt kommt, bis er das Ende seines Weges erreicht, soll die Robe nicht grau werden, sondern gänzlich neu bleiben. Da nahm ihn Urshanabi, brachte ihn zum Badezuber, und er wusch seinen Haarfilz im Wasser nach Kräften, warf seine Felle weg, und das Meer trug sie davon. Sauber wurde sein Körper gewaschen, rein wurde die Binde seines Hauptes. Mit einer Robe ist er bekleidet, seiner Würde gemäß, bis er zu seiner Stadt kommt, bis er das Ende seines Weges erreicht, soll die Robe nicht grau werden, sondern gänzlich neu bleiben. Gilgamesch und Urshanabi besteigen das Schiff. Sie legen mit der Barke ab, rudern selbst. Die Gemahlin des Utanapishti, des Fernen, spricht zu ihm: Gilgamesch kam hier an, hatte sich abgemüht, hergeschleppt. Was hast du ihm gegeben, da er nun zu seinem Land zurückkehrt? Er aber, Gilgamesch, erhob die Starkstange hoch, brachte das Schiff wieder ans Ufer heran. Utanapishti spricht da zu ihm, zu Gilgamesch: Gilgamesch, du kamst hier an, hattest dich abgemüht, dich hergeschleppt, doch was gab ich dir da, da du in dein Land zurückkehrst? Etwas Verborgenes will ich dir eröffnen und dir ein Geheimnis der Götter erzählen. Es gibt eine Pflanze wie ein Stechdorn an Erscheinung. Ihr Dorn ist wie der der Rose und sie wird dich in die Hand stechen. Wenn du diese Pflanze in die Hand bekommst, wirst du durch sie die Lebenskraft wiedergewinnen. Als Gilgamesch das hörte, öffnete er einen Schacht, band sich schwere Steine an seine Füße. Sie zogen ihn hinunter zum Apsu. Er aber ergriff die Pflanze, riss sie ab. Dann schnitt er die schweren Steine von seinen Füßen und die See warf ihn an ihr Ufer heraus. Gilgamesch spricht zu ihm, zum Schiffer Urshanabi: Urshanabi, diese Pflanze ist die Herzschlagpflanze, durch die der Mensch seine Lebenskraft wieder gewinnt. Nach dem Hürden Uruk will ich sie bringen, will sie ein Greis essen lassen und so das Gewächs erproben. Sein Name ist, der Greis ist zu einem jungen Mann geworden. Ich selbst will es essen und wieder in meine Jugendzeit zurückkehren. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein. Nach 30 Meilen hielten sie die Abendrast. Da sah Gilgamesch einen Brunnen, dessen Wasser kalt war, stieg hinein und badete in dem Wasser. Eine Schlange roch den Duft der Pflanze, kroch lautlos herauf und nahm das Gewächs weg. Als sie sich davon machte, warf sie ihre schuppige Haut ab. Da setzte sich Gilgamesch weinend nieder, die Tränen liefen ihm über die Wangen, und er sprach zum Schiffer Urshanabi: O Urshanabi, für wen von uns habe ich mich da abgemüht? Für wen von uns habe ich mein Herzblut vergossen? Nicht einmal für mich selbst bewirkte ich Gutes, dem Erdlöwen tat ich Gutes. Jetzt ist die Hochflut auf 20 Meilen gestiegen, denn als ich den Schacht öffnete, warf ich das Werkzeug weg. Was könnte ich noch finden, was mir als Orientierung diente? Wäre ich doch nur zurückgeblieben und hätte das Schiff am Ufer gelassen. Nach 20 Meilen nahmen sie einen Imbiss ein. Nach 30 Meilen hielten sie die Abendrast. Dann kamen sie an in Hürden Uruk. Da stieg Gilgamesch zum Schiffer Urshanabi. Steig hinauf, Urshanabi, auf die Mauer von Uruk und geh herum. Prüfe das Fundament. Inspiziere das Ziegelwerk. Ob nicht ein Ziegelwerk aus Backstein ist, ob den Grund nicht legten die sieben Weisen. Eine Quadratmeile ist Wohnstadt. Eine Quadratmeile ist Palmgärten. Eine Quadratmeile erstreckt sich die Lehmgrube. Eine halbe Quadratmeile bedeckt der Tempel der Ishtar. 3 1/2 Quadratmeilen. Das ist die Ausdehnung von Uruk.